Abschnitt 13 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel. Eine sonderbare Zusammenkunft, die eine Folge von dem ist, was im vorigen Kapitel erzählt worden. Es war ein unglücklicher Umstand für das Mädchen, dass Sykes Geld erhalten hatte und daher am folgenden Tage durch Essen und Trinken fast fortwährend beschäftigt wurde, was eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung äußerte, dass er weder Zeit noch Neigung hatte, sich um sie und ihr Benehmen sonderlich zu bekümmern. Seinem luchsäugigen Freunde, dem Juden, würde es nicht entgangen sein, dass sie mit der Ausführung irgendeines verzweifelten Entschlusses umging, allein Sykes besaß Faggins unterscheidende Beurteilung nicht, so dass Nancys ungewöhnliche Erregtheit und Unruhe auch keinen Verdacht bei ihm erweckte. Als der Abend heranrückte, nahm ihre Unruhe zu, und als sie in gespannter Erwartung neben ihm saß und darauf wartete, dass er sich in den Schlaf tränke, wurden ihre Wangen so blass und blitzte ein so ungewöhnliches Feuer aus ihren Augen, dass Sykes endlich aufmerksam darauf werden musste. Er war matt vom Fieber, trank heißes Wasser zu seinem Branntweine, um jenes minder entzündbar zu machen, und hatte Nancy das Glas gereicht, um es zum dritten oder vierten Male von ihr füllen zu lassen, als ihm ihre Blässe und das Feuer in ihren Augen zuerst auffielen. Er starrte sie an, stützte sich auf den Ellenbogen, murmelte einen Fluch und sagte: »Du siehst ja wie eine Leiche aus, die wieder zum Leben erwacht ist. Was hast du?« »Was ich habe«, erwiderte sie, »nichts. Warum seht ihr mich so scharf an?« »Was ist dies wieder für eine Albernheit?« fragte er, die Hand auf ihre Schultern legend und sie unsanft schüttelnd. »Was ist dies? Was soll es bedeuten? Woran denkst du, Mädchen?« »An vielerlei, Bill«, erwiderte sie schaudernd und die Hände auf die Augen drückend. »Aber was tut's?« Der Ton der erzwungenen Heiterkeit, in welchem sie die letzteren Worte gesprochen hatte, schien auf Sykes einen stärkeren Eindruck zu machen als ihr wilder und starrer Blick vorher. »Ich will dir was sagen«, fuhr er verdrießlich fort. »Wenn du nicht vom Fieber angesteckt bist und es jetzt selbst bekommst, so ist etwas mehr als Gewöhnliches im Winde und oben ein was Gefährliches. Du willst doch nicht hingehen und... Nein, Gott verdammt, das kannst du nimmermehr!« »Was kann ich nimmermehr?« fragte das Mädchen. »Es gibt«, murmelte Sykes, die Blicke auf sie heftend, »es gibt keine zuverlässigere, treuere Dirne in der Welt als sie, oder ich würde ihr vor 3 Monaten die Kehle abgeschnitten haben. Sie kriegt das Fieber, das ist das Ganze.« Er leerte das Glas und forderte darauf seine Arznei. Nancy sprang rasch auf, bereitete sie, den Rücken ihm zukehrend, und gab sie ihm ein. »Jetzt setze dich hier an mein Bett«, sagte er, »und nimm dein eigenes Gesicht vor, oder ich ändere es so, dass du es nicht wiedererkennst, wenn du es selbst brauchst.« Sie tat nach seinem Geheiß, er fasste ihre Hand, sank auf das Kissen und heftete die Augen auf ihr Gesicht. Sie fielen ihm zu, er öffnete sie wieder, blickte starr umher und verfiel endlich in einen tiefen und schweren Schlummer. »Der Schlaftrank hat endlich gewirkt«, murmelte sie, »doch vielleicht ist es schon zu spät.« Sie stand hastig auf, griff zu ihrem Hute und Schal, blickte furchtsam umher, als wenn sie trotz des Schlaftrunks jeden Augenblick erwartete, den Druck von Sykes schwerer Hand auf ihrer Schulter zu fühlen, beugte sich über das Bett, küsste den Mund des Räubers, öffnete und verschloss geräuschlos die Tür und eilte aus dem Hause. Ein Wächter rief 9:30 Uhr, und sie fragte ihn, ob es schon lange nach 9:30 wäre. Er erwiderte,
Eine Viertelstunde, sie murmelte, und ich kann erst in einer Stunde dort sein, und eilte rasch weiter. Es schlug 10, und ihre Ungeduld wuchs, zumal da sie vielfach durch das Gedränge in den belebteren Straßen aufgehalten wurde. Sie eilte so ungestüm und rücksichtslos auf Gefahr jeder Art weiter, dass sie von den Fußgängern für eine Verrückte gehalten wurde. Als sie sich dem Westende näherte, nahm das Gedränge ab und sie beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Endlich erreichte sie ihren Bestimmungsort, ein schönes Haus in einer Straße, nicht weit vom Hyde Park. Es schlug eben 11. Sie trat in die Hausflur. Der Sitz des Türstehers war verlassen. Sie blickte ungewiss umher und näherte sich der Treppe. »Zu wem wollen Sie, junges Frauenzimmer?« rief ihr eine wohlgekleidete Dienerin, die eine Tür hinter ihr öffnete, nach. »Zu einer Dame hier im Hause.« »Einer Dame?« lautete die mit einem Blick der Verachtung begleitete Antwort. »Zu was für einer Dame?« »Miss Maylie«, sagte Nancy. Die Dienerin, die jetzt Zeit gehabt hatte, das Mädchen genauer anzusehen, erwiderte nur durch einen Blick tugendhafter Entrüstung und rief einen Bedienten, dem Nancy ihre Bitte wiederholte. Er fragte nach ihrem Namen. »Sie brauchen gar keinen zu nennen. In was für einem Geschäft wollen Sie die Dame sprechen? Ich muss sie sehen, das ist genug.« Der Bediente befahl ihr, sich aus dem Hause zu entfernen und schob sie nach der Tür hin. »Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden mich nicht lebendig aus dem Hause hinausschaffen«, rief sie. »Ist denn niemand hier, der einem armen Mädchen den kleinen Dienst leistet, zu der Dame hinaufzugehen?« Inzwischen hatte sich die Dienerschaft versammelt. Der gutmütige Koch legte sich in das Mittel und forderte den Bedienten auf, das Mädchen Miss Maylie zu melden. »Wozu denn aber?« antwortete der Bediente. »Sie werden doch nicht glauben, dass die junge Dame eine solche Person vorlassen wird.« Diese Anspielung auf Nancys verdächtigen Stand erregte ein gewaltiges Maß tugendsamer Entrüstung bei 4 Hausmägden, welche mit großer Wärme erklärten, das Geschöpf sei eine Schande ihres Geschlechts und darauf bestanden, sie ohne Gnade in die Straßenrinne zu werfen. »Macht mit mir, was euch beliebt«, sagte das Mädchen zu den Bedienten sich wendend. »Nur tut erst, was ich verlange, und ich fordere euch auf, meine Botschaft um Gottes Willen auszurichten.« Der weichherzige Koch trat jetzt vermittelnd dazwischen, und das Ende war, dass der Mann, der zuerst zum Vorschein gekommen, die Meldung übernahm. »Was soll ich meiner Herrschaft sagen?« fragte er. »Dass ein junges Frauenzimmer Miss Maylie unter 4 Augen zu sprechen wünscht«, erwiderte Nancy, »und dass die junge Dame, wenn sie nur das erste Wort anhören will, sogleich erkennen wird, ob sie das, was ich anzubringen habe, noch ferner anhören muss oder mich als eine Betrügerin vor die Tür werfen lassen soll.« »Meiner 6, das heiß ich seiner Sache gewiss sein«, sagte der Bediente. »Bringen Sie nur mein Anliegen an und lassen Sie mich den Bescheid wissen«, entgegnete das Mädchen fest. Der Bediente eilte hinauf und Nancy stand bleich, fast atemlos und mit zuckenden Lippen da, indem die sehr hörbaren Ausdrücke von Verachtung ihr Ohr trafen, mit welchen die tugendreichen Hausmägde sehr freigebig waren. Ihre Blässe nahm zu, als der Bediente wieder herunterkam und ihr sagte, dass sie hinaufgehen könne. »Rechtlich sein hilft zu nichts in dieser Welt«, bemerkte die erste Hausmagd. »Messing hat's besser als das Gold, das die Feuerprobe bestanden hat«, sagte die zweite. Die dritte begnügte sich damit, ihre Verwunderung darüber auszusprechen, aus welchem besseren Stoffe die Damen wohl sein möchten, und die vierte übernahm die Sopranstimme im Quartett. »Es ist eine Schande«, womit die Dianen schlossen.
Ohne auf dieses alles zu achten, denn sie hatte wichtigere Dinge auf dem Herzen, folgte Nancy mit Beben dem Bedienten in ein kleines Vorzimmer, das durch eine von der Decke herabhängende Lampe erleuchtet war und in welchem ihr Führer sie allein ließ. Sie hatte ihr ganzes Leben in den Straßen und den ekelhaftesten Höhlen des Lasters der Hauptstadt zugebracht, bewahrte aber noch immer einen Rest von der Natur des Weibes. Und als sie die leichten, der Tür sich nähernden Fußtritte vernahm und des weiten Abstandes der Personen gedachte, die das Gemach im nächsten Augenblicke einschließen würde, fühlte sie sich durch die Last ihrer tiefen Schmach gänzlich zu Boden gedrückt und fuhr in sich zusammen, wie wenn sie die Gegenwart der Dame kaum zu ertragen vermöchte, bei welcher sie vorgelassen zu werden gebeten hatte. Allein gegen diese besseren Gefühle kämpfte der Stolz an. Die Sünde der Niedrigsten und Verworfensten, wie der Höchststehenden und im Guten befestigt sich Dünkenden. Die elende Genossin von Dieben und Bösewichtern aller Art, die tiefgesunkene Bewohnerin der gemeinsten Schlupfwinkel, die Genossin der Auswürflinge der Gefängnisse und der Galeeren, die selbst im Galgenbereiche Lebende, selbst diese Schmach und Schande beladene, empfand zu viel Stolz, um auch nur einen schwachen Schimmer des weiblichen Gefühls zu verraten, welches ihr eine Schwäche deuchte, während es noch das einzige Band war zwischen ihr und der besseren Menschheit, deren äußere Spuren und Kennzeichen alle ihr wüstes Leben bei ihr vertilgt hatte. Sie erhob die Augen zur Genüge, um zu gewahren, dass die Gestalt, welche jetzt erschien, die eines zart gebauten, holden Mädchens war. Sie senkte die Blicke nieder und sagte, den Kopf mit angenommener Gleichgültigkeit emporwerfend, »Es hat schwer gehalten, zu Ihnen gelassen zu werden, Lady. Wäre ich empfindlich gewesen und fortgegangen, wie es viele getan haben würden, Sie möchten es dereinst bereut haben und nicht ohne Grund.« »Es tut mir leid, wenn man Sie unartig behandelt hat,« erwiderte Rosa. »Denken Sie nicht mehr daran und sagen Sie mir, weshalb Sie mich zu sprechen wünschen.« Der gütige Ton, in welchem sie antwortete, ihre freundlich klingende Stimme, ihr sanftes Wesen und dass sie so gar keinen Hochmut, kein Missfallen zeigte, überraschte Nancy dergestalt, dass sie in einen Tränenstrom ausbrach. »Oh, Lady, Lady«, rief sie, die aufgehobenen Hände leidenschaftlich zusammenschlagend, »wenn mehrere ihresgleichen wären, würden weniger meinesgleichen sein. Gewiss, gewiss.« »Setzen Sie sich«, sagte Rosa, »Ihre Worte gehen mir in der Tat an das Herz. Wenn Sie in bedürftiger Lage oder sonst unglücklich sind, so werde ich mich glücklich schätzen, Ihnen, wenn ich es vermag, beizustehen.« »Glauben Sie es mir, setzen Sie sich.« »Lassen Sie mich nur stehen, Lady«, sagte das Mädchen, noch immer Tränen vergießend, »und reden Sie nicht so gütig zu mir, bis Sie mich besser kennenlernen. Doch es wird spät. Ist jene Tür verschlossen?« »Ja«, erwiderte Rosa einige Schritte zurückweichend, als ob sie im Notfalle der Hilfe näher zu sein wünschte. »Weshalb aber?« »Weil ich im Begriff bin, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver zu Fagin, dem alten Juden, an jenem Abende wieder zurückschleppte, als er das Haus in Pentonville verließ.« »Sie«, sagte Rosa Bailey. »Ja, ich, Lady, ich bin die Schändliche, von der Sie ohne Zweifel gehört haben, die unter Dieben lebt und die, Gott helfe mir, solange ich zurückdenken kann, kein besseres Leben oder freundlichere Worte als meine Genossen mir geben, gekannt hat. Ja, weichen Sie nur immerhin entsetzt vor mir zurück, Lady. Ich bin jünger, als Sie nach meinem Aussehen glauben mögen. Allein ich bin daran gewöhnt, und die ärmsten Frauen entziehen sich meiner Berührung, wenn ich durch die dicht gedrängten Straßen gehe.«
Wie schrecklich, sagte Rosa, sich von dem Mädchen unwillkürlich noch weiter entfernend. Danken Sie auf Ihren Knien dem Himmel, geehrte Lady, rief die Unglückliche aus, dass Sie Angehörige haben, die Sie in Ihrer Jugend bewacht und gepflegt und dass Sie niemals, wie ich seit der frühesten Kindheit, von Kälte und Hunger, von Völlerei und Trunkenheit und von noch etwas viel Schlimmerem als dieses alles umgeben gewesen sind. Ich darf es sagen, denn elende Gassen und wüste Höhlen sind meine Behausung gewesen und werden mein Sterbebett sein. »Ich bemitleide Sie«, sagte Rosa mit bebender Stimme, »es ist ja herzzerreißend, Sie anzuhören.« »Gottes Segen über Sie und Ihre Güte«, erwiderte das Mädchen, »wenn Sie wüssten, wie es mir bisweilen ist, Sie würden mich bedauern, glauben Sie mir. Doch ich habe mich fortgeschlichen von Leuten, die mich sicherlich ermorden würden, wüssten Sie, dass ich hier gewesen bin, um Sie von Dingen, die ich Ihnen abgehorcht habe, in Kenntnis zu setzen. Ist Ihnen ein Mensch namens Monks bekannt?« Rosa verneinte. »Er kennt Sie«, fuhr das Mädchen fort, »und wusste, dass Sie hier wohnten, denn nur dadurch, dass er es einem anderen sagte, ward es mir möglich, Sie aufzufinden.« »Ich habe den Namen niemals nennen hören«, sagte Rosa. »Nun, so führt er unter uns einen anderen, was ich wohl schon früher vermutet. Vor einiger Zeit und bald nachdem Oliver in der Nacht des beabsichtigten Raubes in ihr Haus gehoben wurde, behorchte ich diesen Menschen, auf welchen ich Verdacht geworfen, als ich mit Fagin eine Unterredung hatte. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, dass Monks, der Mann, nach welchem ich sie vorhin fragte, »wohl, ich verstehe schon«, sagte Rosa, »dass Monks den Knaben an eben dem Tage, als wir ihn verloren, mit zwei von unseren Knaben zufällig erblickt und sogleich in ihm das Kind erkannt hatte, welchem er auflauerte, wiewohl ich mir nicht erklären konnte, weshalb. Er wurde mit Fagin darüber einig, dass der Jude, falls Oliver wieder zurückgebracht würde, eine gewisse Summe und noch mehr erhalten solle, wenn er einen Dieb aus ihm machte, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte.« »Zu welchem Zwecke?« fragte Rosa. »Als ich horchte, um es zu erlauschen, erblickte er meinen Schatten an der Wand«, fuhr das Mädchen fort, »und es gibt außer mir nicht sehr viele Menschen, die, um der Entdeckung zu entgehen, zeitig genug sich aus dem Hause gefunden hätten. Mir gelang es indes, und ich sah ihn erst am gestrigen Abende wieder.« »Und was trug sich dazu?« »Ich will es Ihnen sagen, Lady. Er kam gestern wieder zu Fagin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Ich versteckte mich und hüllte mich so ein, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte, und horchte abermals an der Tür. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren diese: »So liegen denn die einzigen Beweise, dass der Oliver der Knabe ist, auf dem Grunde des Stromes, und die alte Hexe, die sie von seiner Mutter erhielt, verfault in ihrem Sarge.« Sie lachten und sprachen von der glücklichen Ausführung des Streichs, und Monks, der noch weiter von dem Knaben sprach und sehr ingrimmig wurde, sagte, obwohl er des jungen Teufels Geld jetzt sicher genug hätte, so würde er es doch lieber auf andere Art gehabt haben, denn welch eine Last es sein würde, das prahlerische Testament des Vaters dadurch über den Haufen zu werfen, dass man den Knaben durch alle Gefängnisse der Hauptstadt hetzte und ihn dann wegen eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht zöge, was Fagin leicht würde veranstalten können, nachdem er ihn obenein mit großem Vorteile benutzt haben würde.« »Was ist dies alles?« rief Rosa entsetzt aus.
Die Wahrheit, Lady, obwohl es von meinen Lippen kommt, versetzte das Mädchen. Dann sagte er unter Verwünschungen, die für mein Ohr gewöhnlich genug sind, den ihrigen aber fremd und schauerlich sein müssten, er würde es tun, wenn er seinen Hass ohne Gefahr für seinen eigenen Hals dadurch befriedigen könnte, dass er dem Knaben das Leben nehme. Es dürfte zu gefährlich sein, er würde ihm jedoch überall im Leben auflauern und könnte, wenn er sich die Geburt und Lebensgeschichte des Knaben zunutz machte, ihm dennoch Schaden genug zufügen. »Kurzum, Fagin«, sagte er, »Jude, der du bist, du hast noch nie Fallstricke gelegt, wie ich sie zum Verderben meines jungen Bruders Oliver legen werde.« »Sein Bruder?« rief Rosa bestürzt. »Das waren seine Worte«, sagte Nancy, sich besorglich umschauend, wie sie es fast unablässig getan hatte, denn Sykes finstere Gestalt schwebte ihr beständig vor der Seele. Und mehr noch, indem er von ihnen und der anderen Dame sprach, äußerte er, der Himmel oder der Teufel müsse wieder ihn gewesen sein, als Oliver in ihre Hände geraten sei, und sagte mit Hohngelächter, darin wäre ebenfalls einiger Trost, denn wie viele tausend und hunderttausend Pfund würden sie nicht geben, wenn sie sie hätten zu erfahren, wer ihr zweibeiniger Schoßhund wäre. »Sie wollen doch nicht sagen, dass das alles ernstlich gemeint war?« sagte Rosa erblassend. »Wenn jemals ein Mensch im Ernst gesprochen, so tat ich es in diesen Augenblicken«, erwiderte das Mädchen traurig den Kopf schüttelnd. »Und auch er pflegt nichts zu scherzen, wenn sein Hass in ihm lebendig ist. Ich kenne viele, die noch Schlimmeres üben, aber ich würde sie alle lieber 10-mal als jenen Monks ein einziges Mal darüber reden hören. Doch es wird spät und ich muss nach Hause zurückkehren, um auch den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, dass ich zu einem solchen Zwecke hier gewesen. Ich muss nach Hause zurückeilen.« »Doch was kann ich tun?« fragte Rosa. »Welchen Nutzen kann ich ohne Sie aus Ihrer Mitteilung ziehen? Zurückkehren wollen Sie? Wie können Sie zu Genossen zurückzukehren wünschen, die Sie mit so schrecklichen Farben schildern? Wenn Sie Ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn, welchen ich augenblicklich herbeirufen kann, wiederholen wollen, so können Sie binnen einer halben Stunde an einen sicheren Ort gebracht werden.« »Ich wünsche aber zurückzukehren«, versetzte das Mädchen. »Ich muss zurückkehren, weil, ach, wie kann ich mit einer unschuldigen Dame, wie Sie sind, über solche Dinge reden? Weil unter den Männern, von welchen ich Ihnen gesagt habe, sich einer befindet, der schrecklichste von allen, den ich nicht zu verlassen vermag. Nein, und wenn ich auch dadurch von dem ruchlosen, fürchterlichen Leben erlöst werden könnte, das ich jetzt führe.« »Dass Sie zugunsten des teuren Knaben sich schon einmal bemüht haben, dass Sie unter so großer Gefahr hierher gekommen sind, um das, was Sie gehört, mir zu enthüllen, Ihre Mienen, die mich von der Wahrheit Ihrer Angaben überzeugen, Ihre offenbare Reue und Ihr Schamgefühl, alles berechtigt mich zu glauben, dass Sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden können.« »Oh«, fuhr die tief bewegte Rosa Maylie, die Hände faltend, während Tränen über ihre Wangen hinabliefen, fort, »hören Sie auf das Flehen einer Angehörigen Ihres eigenen Geschlechts, der ersten, gewiss der ersten, die jemals mit der Stimme des Mitleids und der Bangigkeit um ihr Seelenheil zu Ihnen geredet hat. Hören Sie auf meine Worte und lassen Sie sich durch mich zu einem besseren Dasein erretten.« »Lady«, versetzte das Mädchen auf die Knie sinkend, »teure, engelgleiche Lady, ja, Sie sind die Erste, die mich jemals durch Worte wie diese sind beseligt hat, und hätte ich Sie vor Jahren vernommen, so hätten Sie mich einem sündhaften und wehevollen Leben entreißen mögen. Doch es ist zu spät, zu spät.« »Zur Reue und Buße ist es niemals zu spät«, entgegnete Rosa.
Es ist dennoch zu spät, rief Nancy in einem Tone aus, der ihre ganze Seelenqual verriet. Ich kann ihn jetzt nicht mehr verlassen. Ich vermöchte es nicht, seinen Tod herbeizuführen. Und weshalb sollten Sie es? Fragte Rosa. Nichts könnte ihn retten, jammerte das Mädchen. Wenn ich anderen erzählte, was ich Ihnen offenbart habe und veranlasste dadurch seine Verhaftung, er müsste ohne Rettung sterben. Er ist der Verwegenste von allen und hat so entsetzliche Dinge begangen. »Ist es möglich«, rief Rosa, »dass Sie einem solchen Menschen zuliebe jeder Hoffnung auf die Zukunft und der Gewissheit der Rettung für die Gegenwart entsagen können? Es ist Wahnsinn!« »Ich weiß nicht, was es ist«, versetzte das Mädchen, »ich weiß nur, dass es so ist und nicht allein bei mir, sondern bei Hunderten, die ebenso schlecht und elend sind, als ich es bin. Ich muss zurück. Ob es der Zorn Gottes ist wegen meiner vielen bösen Taten, weiß ich nicht, aber ich fühle mich trotz allen Leiden und aller harten Behandlung unwiderstehlich zu ihm hingezogen, was, glaube ich, auch dann der Fall sein würde, wenn ich überzeugt wäre, dass ich noch durch seine Hand sterben müsste.« »Was soll ich tun?« sagte Rosa. »Ich müsste sie eigentlich nicht fortlassen.« »Ja, ja, Lady, und Sie werden es«, entgegnete das Mädchen. »Sie werden mein Fortgehen nicht hindern, weil ich in Ihre Güte Vertrauen gesetzt und Ihnen, wie ich es hätte tun können, kein Versprechen abgedrungen habe.« »Wozu nützt denn aber Ihre Mitteilung?« beharrte Rosa. »Das Geheimnis muss erforscht werden. Welcher Vorteil kann sonst für Oliver, dem zu dienen Ihnen so sehr am Herzen liegt, daraus erwachsen, dass Sie es mir enthüllt haben?« »Sie werden sicher irgendeinen wohlwollenden Herrn kennen, dem Sie es anvertrauen mögen und der Ihnen Rat erteilen wird«, erwiderte Nancy. »Doch wo finde ich Sie, wenn ich Ihrer bedürfen sollte?« fragte Rosa. »Ich will nicht fragen, wo jene fürchterlichen Menschen wohnen, allein wo wird man Sie an irgendeinem zu bestimmenden Tage wiedersehen können?« »Versprechen Sie mir, dass mein Geheimnis auf das Strengste bewahrt werden soll und allein oder doch nur mit dem Manne zu kommen, dem Sie es anvertrauen wollen, und dass man mir weder auflauere noch nachfolge?« »Ich verspreche es feierlichst«, erwiderte Rosa. »Wohlan, so will ich jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr abends, wenn ich am Leben bleibe, auf der Londoner Brücke auf- und niedergehen«, verhieß Nancy unbedenklich. »Warten Sie noch einen Augenblick«, sagte Rosa, Nancy, die schon nach der Tür eilte, zurückhaltend. »Erwägen Sie noch einmal Ihre Lage und die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird, sich derselben zu entreißen. Sie haben nicht allein als freiwillige Überbringerin einer so wichtigen Kunde, sondern auch als eine fast unwiederbringlich verlorene Ansprüche auf meinen Beistand. Wollen Sie in der Tat zu der Räuberbande und zu dem schrecklichen Manne zurückkehren, da doch ein einziges Wort Sie retten kann? Was für ein Zauber ist es, der Sie unwiderstehlich zurückzuziehen und der Gottlosigkeit und dem Elende hinzugeben vermag? Ach, ist denn in Ihrem Herzen keine Seite, die ich zu berühren vermöchte? Regt sich kein Gefühl in ihm, das gegen diese Verblendung ankämpfen könnte? »Wenn Damen so jung, so freundlich und schön wie Sie sind, Ihre Herzen verschenken«, versetzte das Mädchen mit fester Stimme, »so macht die Liebe Sie zu allem fähig. Selbst Ihresgleichen, die Sie eine Heimat, Angehörige, Freunde, zahlreiche Bewunderer haben, Ihr Herz auszufüllen. Wenn Frauen wie ich, die wir kein Dach als den Sargdeckel, in Krankheit und Tod keinen Beistand als die Krankenwärterin des Hospitals haben, einem Manne unser angefaultes Herz hingeben und ihn die Stelle ausfüllen lassen,
die einst von den Eltern, der Heimat und den Freunden ausgefüllt wurde oder die unser ganzes elendes Leben hindurch eine leere und wüste Stätte gewesen ist, wer kann hoffen, uns zu heilen? Bemitleiden Sie uns, Lady, bemitleiden Sie uns darum, dass uns nur ein weibliches Gefühl geblieben ist und dass dieses Gefühl durch die schwere Ahndung des Himmels, statt unser Trost und Stolz zu sein, zu einem Fluche und die Quelle neuer Leiden und Misshandlungen wird. »Sie werden doch eine Kleinigkeit von mir annehmen«, sagte Rosa nach einer Pause, »die Sie in den Stand setzen wird, ohne Schande zu leben, wenigstens bis wir uns wiedersehen.« »Keinen Heller«, erwiderte das Mädchen mit der Hand abwehrend. »Verschließen Sie Ihr Herz doch nicht gegen meine Anerbietungen, Ihnen Beistand zu leisten«, sagte Rosa ihr näher tretend. »Gewiss, ich wünsche Ihnen nützlich zu sein. Sie würden mir am nützlichsten sein, Lady, wenn Sie mir mit einem Male das Leben nehmen könnten«, versetzte Nancy händeringend, »denn der Gedanke an das, was ich bin, hat mir in dieser kurzen Stunde ein schwereres Herzweh verursacht, als ich jemals empfunden habe, und es würde ein Gewinn sein, nicht in der Hölle zu sterben, in der ich gelebt habe.« Gottes Segen über Sie, süße Lady, und möge der Himmel eben so viel Glück auf Ihr Haupt herabsenden, als ich auf das meine Schande geladen habe. Abschnitt 13 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel. Eine sonderbare Zusammenkunft, die eine Folge von dem ist, was im vorigen Kapitel erzählt worden. Es war ein unglücklicher Umstand für das Mädchen, dass Sykes Geld erhalten hatte und daher am folgenden Tage durch Essen und Trinken fast fortwährend beschäftigt wurde, was eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung äußerte, dass er weder Zeit noch Neigung hatte, sich um sie und ihr Benehmen sonderlich zu bekümmern. Seinem luchsäugigen Freunde, dem Juden, würde es nicht entgangen sein, dass sie mit der Ausführung irgendeines verzweifelten Entschlusses umging, allein Sykes besaß Fagins unterscheidende Beurteilung nicht, so dass Nancys ungewöhnliche Erregtheit und Unruhe auch keinen Verdacht bei ihm erweckte. Als der Abend heranrückte, nahm ihre Unruhe zu, und als sie in gespannter Erwartung neben ihm saß und darauf wartete, dass er sich in den Schlaf tränke, wurden ihre Wangen so blass und blitzte ein so ungewöhnliches Feuer aus ihren Augen, dass Sykes endlich aufmerksam darauf werden musste. Er war matt vom Fieber, trank heißes Wasser zu seinem Branntweine, um jenes minder entzündbar zu machen, und hatte Nancy das Glas gereicht, um es zum dritten oder vierten Male von ihr füllen zu lassen, als ihm ihre Blässe und das Feuer in ihren Augen zuerst auffielen. Er starrte sie an, stützte sich auf den Ellenbogen, murmelte einen Fluch und sagte: »Du siehst ja wie eine Leiche aus, die wieder zum Leben erwacht ist. Was hast du?« »Was ich habe«, erwiderte sie, »nichts. Warum seht ihr mich so scharf an?« »Was ist dies wieder für eine Albernheit?« fragte er, die Hand auf ihre Schultern legend und sie unsanft schüttelnd. »Was ist dies? Was soll es bedeuten? Woran denkst du, Mädchen?« »An vielerlei, Bill«, erwiderte sie schaudernd und die Hände auf die Augen drückend. »Aber was tut's?« Der Ton der erzwungenen Heiterkeit, in welchem sie die letzteren Worte gesprochen hatte, schien auf Sykes einen stärkeren Eindruck zu machen als ihr wilder und starrer Blick vorher. »Ich will dir was sagen«, fuhr er verdrießlich fort. »Wenn du nicht vom Fieber angesteckt bist und es jetzt selbst bekommst, so ist etwas mehr als Gewöhnliches im Winde und oben ein was Gefährliches. Du willst doch nicht hingehen und... Nein, Gott verdammt, das kannst du nimmermehr!«
Was kann ich nimmermehr? Fragte das Mädchen. Es gibt, murmelte Sikes, die Blicke auf sie heftend, es gibt keine zuverlässigere, treuere Dirne in der Welt als sie, oder ich würde ihr vor 3 Monaten die Kehle abgeschnitten haben. Sie kriegt das Fieber, das ist das Ganze. Er leerte das Glas und forderte darauf seine Arznei. Nancy sprang rasch auf, bereitete sie, den Rücken ihm zukehrend, und gab sie ihm ein. »Jetzt setze dich hier an mein Bett«, sagte er, »und nimm dein eigenes Gesicht vor, oder ich ändere es so, dass du es nicht wiedererkennst, wenn du es selbst brauchst.« Sie tat nach seinem Geheiß, er fasste ihre Hand, sank auf das Kissen und heftete die Augen auf ihr Gesicht. Sie fielen ihm zu, er öffnete sie wieder, blickte starr umher und verfiel endlich in einen tiefen und schweren Schlummer. »Der Schlaftrank hat endlich gewirkt«, murmelte sie, »doch vielleicht ist es schon zu spät.« Sie stand hastig auf, griff zu ihrem Hute und Schal, blickte furchtsam umher, als wenn sie trotz des Schlaftrunks jeden Augenblick erwartete, den Druck von Sikes schwerer Hand auf ihrer Schulter zu fühlen, beugte sich über das Bett, küsste den Mund des Räubers, öffnete und verschloss geräuschlos die Tür und eilte aus dem Hause. Ein Wächter rief 9:30 Uhr, und sie fragte ihn, ob es schon lange nach 9:30 wäre. Er erwiderte, 1/4 Stunde. Sie murmelte, und ich kann erst in 1 Stunde dort sein, und eilte rasch weiter. Es schlug 10, und ihre Ungeduld wuchs, zumal da sie vielfach durch das Gedränge in den belebteren Straßen aufgehalten wurde. Sie eilte so ungestüm und rücksichtslos auf Gefahr jeder Art weiter, dass sie von den Fußgängern für eine Verrückte gehalten wurde. Als sie sich dem Westende näherte, nahm das Gedränge ab und sie beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Endlich erreichte sie ihren Bestimmungsort, ein schönes Haus in einer Straße, nicht weit vom Hyde Park. Es schlug 11:00. Sie trat in die Hausflur. Der Sitz des Türstehers war verlassen. Sie blickte ungewiss umher und näherte sich der Treppe. »Zu wem wollen Sie, junges Frauenzimmer?« rief ihr eine wohlgekleidete Dienerin, die eine Tür hinter ihr öffnete, nach. »Zu einer Dame hier im Hause.« »Einer Dame?« lautete die mit einem Blick der Verachtung begleitete Antwort. »Zu was für einer Dame?« »Miss Maylie«, sagte Nancy. Die Dienerin, die jetzt Zeit gehabt hatte, das Mädchen genauer anzusehen, erwiderte nur durch einen Blick tugendhafter Entrüstung und rief einen Bedienten, dem Nancy ihre Bitte wiederholte. Er fragte nach ihrem Namen. »Sie brauchen gar keinen zu nennen. In was für einem Geschäft wollen Sie die Dame sprechen? Ich muss sie sehen, das ist genug.« Der Bediente befahl ihr, sich aus dem Hause zu entfernen, und schob sie nach der Tür hin. »Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden mich nicht lebendig aus dem Hause hinausschaffen«, rief sie. »Ist denn niemand hier, der einem armen Mädchen den kleinen Dienst leistet, zu der Dame hinaufzugehen?« Inzwischen hatte sich die Dienerschaft versammelt. Der gutmütige Koch legte sich in das Mittel und forderte den Bedienten auf, das Mädchen Miss Maylie zu melden. »Wozu denn aber?« antwortete der Bediente. »Sie werden doch nicht glauben, dass die junge Dame eine solche Person vorlassen wird.« Diese Anspielung auf Nancys verdächtigen Stand erregte ein gewaltiges Maß tugendsamer Entrüstung bei 4 Hausmägden, welche mit großer Wärme erklärten, das Geschöpf sei eine Schande ihres Geschlechts und darauf bestanden, sie ohne Gnade in die Straßenrinne zu werfen. »Macht mit mir, was euch beliebt«, sagte das Mädchen zu den Bedienten sich wendend. »Nur tut erst, was ich verlange, und ich fordere euch auf, meine Botschaft um Gottes Willen auszurichten.«
Der weichherzige Koch trat jetzt vermittelnd dazwischen und das Ende war, dass der Mann, der zuerst zum Vorschein gekommen, die Meldung übernahm. »Was soll ich meiner Herrschaft sagen?« fragte er. »Dass ein junges Frauenzimmer Miss Maley unter vier Augen zu sprechen wünscht,« erwiderte Nancy, »und dass die junge Dame, wenn sie nur das erste Wort anhören will, sogleich erkennen wird, ob sie das, was ich anzubringen habe, noch ferner anhören muss oder mich als eine Betrügerin vor die Tür werfen lassen soll. Meiner Six, das heiß ich seiner Sache gewiss sein,« sagte der Bediente. »Bringen Sie nur mein Anliegen an und lassen Sie mich den Bescheid wissen,« entgegnete das Mädchen fest. Der Bediente eilte hinauf und Nancy stand bleich, fast atemlos und mit zuckenden Lippen da, indem die sehr hörbaren Ausdrücke von Verachtung ihr Ohr trafen, mit welchen die tugendreichen Hausmägde sehr freigebig waren. Ihre Blässe nahm zu, als der Bediente wieder herunterkam und ihr sagte, dass sie hinaufgehen könne. »Rechtlich sein hilft zu nichts in dieser Welt«, bemerkte die erste Hausmagd. »Messing hat's besser als das Gold, das die Feuerprobe bestanden hat«, sagte die zweite. Die dritte begnügte sich damit, ihre Verwunderung darüber auszusprechen, aus welchem besseren Stoffe die Damen wohl sein möchten, und die vierte übernahm die Sopranstimme im Quartett. »Es ist eine Schande«, womit die Dianen schlossen. Ohne auf dieses alles zu achten, denn sie hatte wichtigere Dinge auf dem Herzen, folgte Nancy mit Beben dem Bedienten in ein kleines Vorzimmer, das durch eine von der Decke herabhängende Lampe erleuchtet war und in welchem ihr Führer sie allein ließ. Sie hatte ihr ganzes Leben in den Straßen und den ekelhaftesten Höhlen des Lasters der Hauptstadt zugebracht, bewahrte aber noch immer einen Rest von der Natur des Weibes. Und als sie die leichten, der Tür sich nähernden Fußtritte vernahm und des weiten Abstandes der Personen gedachte, die das Gemach im nächsten Augenblicke einschließen würde, fühlte sie sich durch die Last ihrer tiefen Schmach gänzlich zu Boden gedrückt und fuhr in sich zusammen, wie wenn sie die Gegenwart der Dame kaum zu ertragen vermöchte, bei welcher sie vorgelassen zu werden gebeten hatte. Allein gegen diese besseren Gefühle kämpfte der Stolz an. Die Sünde der Niedrigsten und Verworfensten, wie der Höchststehenden und im Guten befestigt sich Dünkenden. Die elende Genossin von Dieben und Bösewichtern aller Art, die tiefgesunkene Bewohnerin der gemeinsten Schlupfwinkel, die Genossin der Auswürflinge, der Gefängnisse und der Galeeren, die selbst im Galgenbereiche Lebende, selbst diese Schmach und Schande beladene, empfand zu viel Stolz, um auch nur einen schwachen Schimmer des weiblichen Gefühls zu verraten, welches ihr eine Schwäche deuchte, während es noch das einzige Band war zwischen ihr und der besseren Menschheit, deren äußere Spuren und Kennzeichen alle ihr wüstes Leben bei ihr vertilgt hatte. Sie erhob die Augen zur Genüge, um zu gewahren, dass die Gestalt, welche jetzt erschien, die eines zart gebauten, holden Mädchens war. Sie senkte die Blicke nieder und sagte, den Kopf mit angenommener Gleichgültigkeit emporwerfend, »Es hat schwer gehalten, zu Ihnen gelassen zu werden, Lady. Wäre ich empfindlich gewesen und fortgegangen, wie es viele getan haben würden, Sie möchten es dereinst bereut haben und nicht ohne Grund.« »Es tut mir leid, wenn man Sie unartig behandelt hat,« erwiderte Rosa. »Denken Sie nicht mehr daran und sagen Sie mir, weshalb Sie mich zu sprechen wünschen.« Der gütige Ton, in welchem sie antwortete, ihre freundlich klingende Stimme, ihr sanftes Wesen und dass sie sogar keinen Hochmut, kein Missfallen zeigte, überraschte Nancy dergestalt, dass sie in einen Tränenstrom ausbrach.
Oh, Lady, Lady, rief sie, die aufgehobenen Hände leidenschaftlich zusammenschlagend, wenn mehrere ihresgleichen wären, würden weniger meinesgleichen sein. Gewiss, gewiss. Setzen Sie sich, sagte Rosa, Ihre Worte gehen mir in der Tat an das Herz. Wenn Sie in bedürftiger Lage oder sonst unglücklich sind, so werde ich mich glücklich schätzen, Ihnen, wenn ich es vermag, beizustehen. Glauben Sie es mir, setzen Sie sich. »Lassen Sie mich nur stehen, Lady«, sagte das Mädchen, noch immer Tränen vergießend, »und reden Sie nicht so gütig zu mir, bis Sie mich besser kennenlernen. Doch es wird spät. Ist jene Tür verschlossen?« »Ja«, erwiderte Rosa einige Schritte zurückweichend, als ob sie im Notfalle der Hülfe näher zu sein wünschte. »Weshalb aber?« »Weil ich im Begriff bin, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver zu Fagin, dem alten Juden, an jenem Abende wieder zurückschleppte, als er das Haus in Pentonville verließ.« »Sie«, sagte Rosa Bailey. »Ja, ich, Lady, ich bin die Schändliche, von der Sie ohne Zweifel gehört haben, die unter Dieben lebt und die, Gott helfe mir, solange ich zurückdenken kann, kein besseres Leben oder freundlichere Worte als meine Genossen mir geben, gekannt hat. Ja, weichen Sie nur immerhin entsetzt vor mir zurück, Lady. Ich bin jünger, als Sie nach meinem Aussehen glauben mögen. Allein ich bin daran gewöhnt, und die ärmsten Frauen entziehen sich meiner Berührung, wenn ich durch die dicht gedrängten Straßen gehe.« »Wie schrecklich«, sagte Rosa, sich von dem Mädchen unwillkürlich noch weiter entfernend. »Danken Sie auf Ihren Knien dem Himmel, geehrte Lady«, rief die Unglückliche aus, »dass Sie Angehörige haben, die Sie in Ihrer Jugend bewacht und gepflegt, und dass Sie niemals, wie ich seit der frühesten Kindheit, von Kälte und Hunger, von Völlerei und Trunkenheit und von noch etwas viel Schlimmerem als dieses alles umgeben gewesen sind. Ich darf es sagen, denn elende Gassen und wüste Höhlen sind meine Behausung gewesen und werden mein Sterbebett sein.« »Ich bemitleide Sie«, sagte Rosa mit bebender Stimme. »Es ist ja herzzerreißend, Sie anzuhören.« »Gottes Segen über Sie und Ihre Güte«, erwiderte das Mädchen. »Wenn Sie wüssten, wie es mir bisweilen ist, Sie würden mich bedauern, glauben Sie mir. Doch ich habe mich fortgeschlichen von Leuten, die mich sicherlich ermorden würden, wüssten Sie, dass ich hier gewesen bin, um Sie von Dingen, die ich Ihnen abgehorcht habe, in Kenntnis zu setzen. Ist Ihnen ein Mensch namens Monks bekannt?« Rosa verneinte. »Er kennt Sie«, fuhr das Mädchen fort, »und wusste, dass Sie hier wohnten, denn nur dadurch, dass er es einem anderen sagte, ward es mir möglich, Sie aufzufinden.« »Ich habe den Namen niemals nennen hören«, sagte Rosa. »Nun, so führt er unter uns einen anderen, was ich wohl schon früher vermutet. Vor einiger Zeit und bald nachdem Oliver in der Nacht des beabsichtigten Raubes in ihr Haus gehoben wurde, behorchte ich diesen Menschen, auf welchen ich Verdacht geworfen, als ich mit Fagin eine Unterredung hatte. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, dass Monks, der Mann, nach welchem ich sie vorhin fragte, »Wohl, ich verstehe schon«, sagte Rosa, »dass Monks den Knaben an eben dem Tage, als wir ihn verloren, mit zwei von unseren Knaben zufällig erblickt und sogleich in ihm das Kind erkannt hatte, welchem er auflauerte, wiewohl ich mir nicht erklären konnte, weshalb. Er wurde mit Fagin darüber einig, dass der Jude, falls Oliver wieder zurückgebracht würde, eine gewisse Summe und noch mehr erhalten solle, wenn er einen Dieb aus ihm machte, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte.« »Zu welchem Zwecke?« fragte Rosa.
Als ich horchte, um es zu erlauschen, erblickte er meinen Schatten an der Wand vor das Mädchen fort, und es gibt außer mir nicht sehr viele Menschen, die, um der Entdeckung zu entgehen, zeitig genug sich aus dem Hause gefunden hätten. Mir gelang es indes, und ich sah ihn erst am gestrigen Abende wieder. Und was trug sich dazu? Ich will es Ihnen sagen, Lady. Er kam gestern wieder zu Fagin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Ich versteckte mich und hüllte mich so ein, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte, und horchte abermals an der Tür. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren diese: So liegen denn die einzigen Beweise, dass der Oliver der Knabe ist, auf dem Grunde des Stromes, und die alte Hexe, die sie von seiner Mutter erhielt, verfault in ihrem Sarge. Sie lachten und sprachen von der glücklichen Ausführung des Streichs, und Monks, der noch weiter von dem Knaben sprach und sehr ingrimmig wurde, sagte, obwohl er des jungen Teufels Geld jetzt sicher genug hätte, so würde er es doch lieber auf andere Art gehabt haben, denn welch eine Last es sein würde, das prahlerische Testament des Vaters dadurch über den Haufen zu werfen, dass man den Knaben durch alle Gefängnisse der Hauptstadt hetzte und ihn dann wegen eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht zöge, was Fagin leicht würde veranstalten können, nachdem er ihn obenein mit großem Vorteile benutzt haben würde. »Was ist dies alles?« rief Rosa entsetzt aus. »Die Wahrheit, Lady, obwohl es von meinen Lippen kommt,« versetzte das Mädchen. »Dann sagte er unter Verwünschungen, die für mein Ohr gewöhnlich genug sind, den ihrigen aber fremd und schauerlich sein müssten, er würde es tun, wenn er seinen Hass ohne Gefahr für seinen eigenen Hals dadurch befriedigen könnte, dass er dem Knaben das Leben nehme. Es dürfte zu gefährlich sein, er würde ihm jedoch überall im Leben auflauern und könnte, wenn er sich die Geburt und Lebensgeschichte des Knaben zunutz machte, ihm dennoch Schaden genug zufügen. »Kurzum, Fagin«, sagte er, »Jude, der du bist, du hast noch nie Fallstricke gelegt, wie ich sie zum Verderben meines jungen Bruders Oliver legen werde.« »Sein Bruder?« rief Rosa bestürzt. »Das waren seine Worte«, sagte Nancy, sich besorglich umschauend, wie sie es fast unablässig getan hatte, denn Sykes finstere Gestalt schwebte ihr beständig vor der Seele. Und mehr noch, indem er von ihnen und der anderen Dame sprach, äußerte er, der Himmel oder der Teufel müsse wieder ihn gewesen sein, als Oliver in ihre Hände geraten sei, und sagte mit Hohngelächter, darin wäre ebenfalls einiger Trost, denn wie viele tausend und hunderttausend Pfund würden sie nicht geben, wenn sie sie hätten zu erfahren, wer ihr zweibeiniger Schoßhund wäre. »Sie wollen doch nicht sagen, dass das alles ernstlich gemeint war?« sagte Rosa erblassend. »Wenn jemals ein Mensch im Ernst gesprochen, so tat ich es in diesen Augenblicken«, erwiderte das Mädchen traurig den Kopf schüttelnd. »Und auch er pflegt nichts zu scherzen, wenn sein Hass in ihm lebendig ist. Ich kenne viele, die noch Schlimmeres üben, aber ich würde sie alle lieber 10-mal als jenen Monks ein einziges Mal darüber reden hören. Doch es wird spät, und ich muss nach Hause zurückkehren, um auch den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, dass ich zu einem solchen Zwecke hier gewesen. Ich muss nach Hause zurückeilen.« »Doch was kann ich tun?« fragte Rosa. »Welchen Nutzen kann ich ohne Sie aus Ihrer Mitteilung ziehen? Zurückkehren wollen Sie? Wie können Sie zu Genossen zurückzukehren wünschen, die Sie mit so schrecklichen Farben schildern? Wenn Sie Ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn, welchen ich augenblicklich herbeirufen kann, wiederholen wollen, so können Sie binnen einer halben Stunde an einen sicheren Ort gebracht werden.« »Ich wünsche aber zurückzukehren«, versetzte das Mädchen. »Ich muss zurückkehren, weil,
Ach, wie kann ich mit einer unschuldigen Dame wie Sie sind über solche Dinge reden? Weil unter den Männern, von welchen ich Ihnen gesagt habe, sich einer befindet, der schrecklichste von allen, den ich nicht zu verlassen vermag. Nein, und wenn ich auch dadurch von dem ruchlosen, fürchterlichen Leben erlöst werden könnte, das ich jetzt führe. Dass Sie zugunsten des teuren Knaben sich schon einmal bemüht haben, dass Sie unter so großer Gefahr hierher gekommen sind, um das, was Sie gehört, mir zu enthüllen, Ihre Mienen, die mich von der Wahrheit Ihrer Angaben überzeugen, Ihre offenbare Reue und Ihr Schamgefühl, alles berechtigt mich zu glauben, dass Sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden können. Oh, fuhr die tief bewegte Rosa Maylie, die Hände faltend, während Tränen über ihre Wangen hinabliefen, fort, hören Sie auf das Flehen einer Angehörigen Ihres eigenen Geschlechts, der ersten, gewiss der ersten, die jemals mit der Stimme des Mitleids und der Bangigkeit um ihr Seelenheil zu Ihnen geredet hat. Hören Sie auf meine Worte und lassen Sie sich durch mich zu einem besseren Dasein erretten. »Lady«, versetzte das Mädchen auf die Knie sinkend, »teure, engelgleiche Lady, ja, Sie sind die Erste, die mich jemals durch Worte wie diese sind beseligt hat, und hätte ich Sie vor Jahren vernommen, so hätten Sie mich einem sündhaften und wehevollen Leben entreißen mögen. Doch es ist zu spät, zu spät.« »Zur Reue und Buße ist es niemals zu spät«, entgegnete Rosa. »Es ist dennoch zu spät«, rief Nancy in einem Tone aus, der ihre ganze Seelenqual verriet. »Ich kann ihn jetzt nicht mehr verlassen. Ich vermöchte es nicht, seinen Tod herbeizuführen.« »Und weshalb sollten Sie es?«, fragte Rosa. »Nichts könnte ihn retten«, jammerte das Mädchen, »wenn ich anderen erzählte, was ich ihnen offenbart habe und veranlasste dadurch seine Verhaftung, er müsste ohne Rettung sterben. Er ist der Verwegenste von allen und hat so entsetzliche Dinge begangen.« »Ist es möglich«, rief Rosa, »dass Sie einem solchen Menschen zuliebe jeder Hoffnung auf die Zukunft und der Gewissheit der Rettung für die Gegenwart entsagen können? Es ist Wahnsinn!« »Ich weiß nicht, was es ist«, versetzte das Mädchen, »ich weiß nur, dass es so ist und nicht allein bei mir, sondern bei Hunderten, die ebenso schlecht und elend sind, als ich es bin. Ich muss zurück. Ob es der Zorn Gottes ist wegen meiner vielen bösen Taten, weiß ich nicht, aber ich fühle mich trotz allen Leiden und aller harten Behandlung unwiderstehlich zu ihm hingezogen, was, glaube ich, auch dann der Fall sein würde, wenn ich überzeugt wäre, dass ich noch durch seine Hand sterben müsste.« »Was soll ich tun?« sagte Rosa. »Ich müsste sie eigentlich nicht fortlassen.« »Ja, ja, Lady, und Sie werden es«, entgegnete das Mädchen. »Sie werden mein Fortgehen nicht hindern, weil ich in Ihre Güte Vertrauen gesetzt und Ihnen, wie ich es hätte tun können, kein Versprechen abgedrungen habe.« »Wozu nützt denn aber Ihre Mitteilung?«, beharrte Rosa. »Das Geheimnis muss erforscht werden. Welcher Vorteil kann sonst für Oliver, dem zu dienen Ihnen so sehr am Herzen liegt, daraus erwachsen, dass Sie es mir enthüllt haben?« »Sie werden sicher irgendeinen wohlwollenden Herrn kennen, dem Sie es anvertrauen mögen und der Ihnen Rat erteilen wird«, erwiderte Nancy. »Doch wo finde ich Sie, wenn ich Ihrer bedürfen sollte?«, fragte Rosa. »Ich will nicht fragen, wo jene fürchterlichen Menschen wohnen, allein wo wird man Sie an irgendeinem zu bestimmenden Tage wiedersehen können?« »Versprechen Sie mir, dass mein Geheimnis auf das Strengste bewahrt werden soll und allein oder doch nur mit dem Manne zu kommen, dem Sie es anvertrauen wollen, und dass man mir weder auflauere noch nachfolge?« »Ich verspreche es feierlichst«, erwiderte Rosa.
Wohlan, so will ich jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr abends, wenn ich am Leben bleibe, auf der Londoner Brücke auf und nieder gehen, verhieß Nancy unbedenklich. Warten Sie noch einen Augenblick, sagte Rosa, Nancy, die schon nach der Tür eilte, zurückhaltend. Erwägen Sie noch einmal Ihre Lage und die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird, sich derselben zu entreißen. Sie haben nicht allein als freiwillige Überbringerin einer so wichtigen Kunde, sondern auch als eine fast unwiederbringlich verlorene Ansprüche auf meinen Beistand. Wollen Sie in der Tat zu der Räuberbande und zu dem schrecklichen Manne zurückkehren, da doch ein einziges Wort Sie retten kann? Was für ein Zauber ist es, der Sie unwiderstehlich zurückzuziehen und der Gottlosigkeit und dem Elende hinzugeben vermag? Ach, ist denn in Ihrem Herzen keine Saite, die ich zu berühren vermöchte? Regt sich kein Gefühl in ihm, das gegen diese Verblendung ankämpfen könnte? Wenn Damen so jung, so freundlich und schön wie Sie sind, ihre Herzen verschenken, versetzte das Mädchen mit fester Stimme, so macht die Liebe sie zu allem fähig. Selbst ihresgleichen, die sie eine Heimat, Angehörige, Freunde, zahlreiche Bewunderer haben, ihr Herz auszufüllen. Wenn Frauen wie ich, die wir kein Dach als den Sargdeckel, in Krankheit und Tod keinen Beispann als die Krankenwärterin des Hospitals haben, einem Manne unser angefaultes Herz hingeben und ihn die Stelle ausfüllen lassen, die einst von den Eltern der Heimat und den Freunden ausgefüllt wurde, oder die unser ganzes elendes Leben hindurch eine leere und wüste Stätte gewesen ist, wer kann hoffen, uns zu heilen? Bemitleiden Sie uns, Lady, bemitleiden Sie uns darum, dass uns nur ein weibliches Gefühl geblieben ist und dass dieses Gefühl durch die schwere Ahndung des Himmels, statt unser Trost und Stolz zu sein, zu einem Fluche und die Quelle neuer Leiden und Misshandlungen wird. Sie werden doch eine Kleinigkeit von mir annehmen, sagte Rosa nach einer Pause, die sie in den Stand setzen wird, ohne Schande zu leben, wenigstens bis wir uns wiedersehen. Keinen Heller, erwiderte das Mädchen mit der Hand abwehrend. Verschließen Sie Ihr Herz doch nicht gegen meine Anerbietungen, Ihnen Beistand zu leisten, sagte Rosa ihr näher tretend. Gewiss, ich wünsche Ihnen nützlich zu sein. Sie würden mir am nützlichsten sein, Lady, wenn Sie mir mit einem Male das Leben nehmen könnten, versetzte Nancy händeringend, denn der Gedanke an das, was ich bin, hat mir in dieser kurzen Stunde ein schwereres Herzweh verursacht, als ich jemals empfunden habe, und es würde ein Gewinn sein, nicht in der Hölle zu sterben, in der ich gelebt habe. Gottes Segen über Sie, süße Lady, und möge der Himmel eben so viel Glück auf Ihr Haupt herabsenden, als ich auf das meine Schande geladen habe. Mit diesen Worten und unter lautem Schluchzen verließ die Bejammernswerte das Zimmer, während Rosa durch die eben beendete Unterredung, die mehr einem flüchtigen Traume als der Wirklichkeit ähnlich sah, fast überwältigt auf einen Stuhl niedersank und ihre verworrenen Gedanken zu sammeln suchte. Ende des zweiten Bändchens. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 21. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens. Abschnitt 13 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel.
Eine sonderbare Zusammenkunft, die eine Folge von dem ist, was im vorigen Kapitel erzählt worden. Es war ein unglücklicher Umstand für das Mädchen, dass Sykes Geld erhalten hatte und daher am folgenden Tage durch Essen und Trinken fast fortwährend beschäftigt wurde, was eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung äußerte, dass er weder Zeit noch Neigung hatte, sich um sie und ihr Benehmen sonderlich zu bekümmern. Seinem luchsäugigen Freunde, dem Juden, würde es nicht entgangen sein, dass sie mit der Ausführung irgendeines verzweifelten Entschlusses umging, allein Sykes besaß Fagins unterscheidende Beurteilung nicht, so dass Nancys ungewöhnliche Erregtheit und Unruhe auch keinen Verdacht bei ihm erweckte. Als der Abend heranrückte, nahm ihre Unruhe zu, und als sie in gespannter Erwartung neben ihm saß und darauf wartete, dass er sich in den Schlaf tränke, wurden ihre Wangen so blass und blitzte ein so ungewöhnliches Feuer aus ihren Augen, dass Sykes endlich aufmerksam darauf werden musste. Er war matt vom Fieber, trank heißes Wasser zu seinem Branntweine, um jenes minder entzündbar zu machen, und hatte Nancy das Glas gereicht, um es zum dritten oder vierten Male von ihr füllen zu lassen, als ihm ihre Blässe und das Feuer in ihren Augen zuerst auffielen. Er starrte sie an, stützte sich auf den Ellenbogen, murmelte einen Fluch und sagte: »Du siehst ja wie eine Leiche aus, die wieder zum Leben erwacht ist. Was hast du?« »Was ich habe«, erwiderte sie, »nichts. Warum seht ihr mich so scharf an?« »Was ist dies wieder für eine Albernheit?« fragte er, die Hand auf ihre Schultern legend und sie unsanft schüttelnd. »Was ist dies? Was soll es bedeuten? Woran denkst du, Mädchen?« »An vielerlei, Bill«, erwiderte sie schaudernd und die Hände auf die Augen drückend. »Aber was tut's?« Der Ton der erzwungenen Heiterkeit, in welchem sie die letzteren Worte gesprochen hatte, schien auf Sykes einen stärkeren Eindruck zu machen als ihr wilder und starrer Blick vorher. »Ich will dir was sagen«, fuhr er verdrießlich fort. »Wenn du nicht vom Fieber angesteckt bist und es jetzt selbst bekommst, so ist etwas mehr als Gewöhnliches im Winde und oben ein was Gefährliches. Du willst doch nicht hingehen und... Nein, Gott verdammt, das kannst du nimmermehr!« »Was kann ich nimmermehr?« fragte das Mädchen. »Es gibt«, murmelte Sykes, die Blicke auf sie heftend, »es gibt keine zuverlässigere, treuere Dirne in der Welt als sie, oder ich würde ihr vor 3 Monaten die Kehle abgeschnitten haben. Sie kriegt das Fieber, das ist das Ganze.« Er leerte das Glas und forderte darauf seine Arznei. Nancy sprang rasch auf, bereitete sie, den Rücken ihm zukehrend, und gab sie ihm ein. »Jetzt setze dich hier an mein Bett«, sagte er, »und nimm dein eigenes Gesicht vor, oder ich ändere es so, dass du es nicht wiedererkennst, wenn du es selbst brauchst.« Sie tat nach seinem Geheiß, er fasste ihre Hand, sank auf das Kissen und heftete die Augen auf ihr Gesicht. Sie fielen ihm zu, er öffnete sie wieder, blickte starr umher und verfiel endlich in einen tiefen und schweren Schlummer. »Der Schlaftrank hat endlich gewirkt«, murmelte sie, »doch vielleicht ist es schon zu spät.« Sie stand hastig auf, griff zu ihrem Hute und Schal, blickte furchtsam umher, als wenn sie trotz des Schlaftrunks jeden Augenblick erwartete, den Druck von Sykes schwerer Hand auf ihrer Schulter zu fühlen, beugte sich über das Bett, küsste den Mund des Räubers, öffnete und verschloss geräuschlos die Tür und eilte aus dem Hause. Ein Wächter rief 9:30 Uhr, und sie fragte ihn, ob es schon lange nach 9:30 wäre. Er erwiderte: »Eine Viertelstunde«, sie murmelte, »und ich kann erst in 1 Stunde dort sein«, und eilte rasch weiter. Es schlug 10, und ihre Ungeduld wuchs, zumal da sie vielfach durch das Gedränge in den belebteren Straßen aufgehalten wurde.
Sie eilte so ungestüm und rücksichtslos auf Gefahr jeder Art weiter, dass sie von den Fußgängern für eine Verrückte gehalten wurde. Als sie sich dem Westende näherte, nahm das Gedränge ab und sie beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Endlich erreichte sie ihren Bestimmungsort, ein schönes Haus in einer Straße, nicht weit vom Hyde Park. Es schlug eben 11. Sie trat in die Hausflur. Der Sitz des Türstehers war verlassen. Sie blickte ungewiss umher und näherte sich der Treppe. »Zu wem wollen Sie, junges Frauenzimmer?« rief ihr eine wohlgekleidete Dienerin, die eine Tür hinter ihr öffnete, nach. »Zu einer Dame hier im Hause.« »Einer Dame?« lautete die mit einem Blick der Verachtung begleitete Antwort. »Zu was für einer Dame?« »Miss Maylie«, sagte Nancy. Die Dienerin, die jetzt Zeit gehabt hatte, das Mädchen genauer anzusehen, erwiderte nur durch einen Blick tugendhafter Entrüstung und rief einen Bedienten, dem Nancy ihre Bitte wiederholte. Er fragte nach ihrem Namen. »Sie brauchen gar keinen zu nennen. In was für einem Geschäft wollen Sie die Dame sprechen? Ich muss sie sehen, das ist genug.« Der Bediente befahl ihr, sich aus dem Hause zu entfernen und schob sie nach der Tür hin. »Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden mich nicht lebendig aus dem Hause hinausschaffen«, rief sie. »Ist denn niemand hier, der einem armen Mädchen den kleinen Dienst leistet, zu der Dame hinaufzugehen?« Inzwischen hatte sich die Dienerschaft versammelt. Der gutmütige Koch legte sich in das Mittel und forderte den Bedienten auf, das Mädchen Miss Maylie zu melden. »Wozu denn aber?« antwortete der Bediente. »Sie werden doch nicht glauben, dass die junge Dame eine solche Person vorlassen wird.« Diese Anspielung auf Nancys verdächtigen Stand erregte ein gewaltiges Maß tugendsamer Entrüstung bei 4 Hausmägden, welche mit großer Wärme erklärten, das Geschöpf sei eine Schande ihres Geschlechts und darauf bestanden, sie ohne Gnade in die Straßenrinne zu werfen. »Macht mit mir, was euch beliebt«, sagte das Mädchen zu den Bedienten sich wendend. »Nur tut erst, was ich verlange, und ich fordere euch auf, meine Botschaft um Gottes Willen auszurichten.« Der weichherzige Koch trat jetzt vermittelnd dazwischen, und das Ende war, dass der Mann, der zuerst zum Vorschein gekommen, die Meldung übernahm. »Was soll ich meiner Herrschaft sagen?« fragte er. »Dass ein junges Frauenzimmer Miss Maylie unter 4 Augen zu sprechen wünscht«, erwiderte Nancy, »und dass die junge Dame, wenn sie nur das erste Wort anhören will, sogleich erkennen wird, ob sie das, was ich anzubringen habe, noch ferner anhören muss oder mich als eine Betrügerin vor die Tür werfen lassen soll.« »Meiner 6, das heiß ich seiner Sache gewiss sein«, sagte der Bediente. »Bringen Sie nur mein Anliegen an und lassen Sie mich den Bescheid wissen«, entgegnete das Mädchen fest. Der Bediente eilte hinauf und Nancy stand bleich, fast atemlos und mit zuckenden Lippen da, indem die sehr hörbaren Ausdrücke von Verachtung ihr Ohr trafen, mit welchen die tugendreichen Hausmägde sehr freigebig waren. Ihre Blässe nahm zu, als der Bediente wieder herunterkam und ihr sagte, dass sie hinaufgehen könne. »Rechtlich sein hilft zu nichts in dieser Welt«, bemerkte die erste Hausmagd. »Messing hat's besser als das Gold, das die Feuerprobe bestanden hat«, sagte die zweite. Die dritte begnügte sich damit, ihre Verwunderung darüber auszusprechen, aus welchem besseren Stoffe die Damen wohl sein möchten, und die vierte übernahm die Sopranstimme im Quartett. »Es ist eine Schande«, womit die Dianen schlossen. Ohne auf dieses alles zu achten, denn sie hatte wichtigere Dinge auf dem Herzen, folgte Nancy mit Beben dem Bedienten in ein kleines Vorzimmer, das durch eine von der Decke herabhängende Lampe erleuchtet war und in welchem ihr Führer sie allein ließ.
Sie hatte ihr ganzes Leben in den Straßen und den ekelhaftesten Höhlen des Lasters der Hauptstadt zugebracht, bewahrte aber noch immer einen Rest von der Natur des Weibes. Und als sie die leichten, der Tür sich nähernden Fußtritte vernahm und des weiten Abstandes der Personen gedachte, die das Gemach im nächsten Augenblicke einschließen würde, fühlte sie sich durch die Last ihrer tiefen Schmach gänzlich zu Boden gedrückt und fuhr in sich zusammen, wie wenn sie die Gegenwart der Dame kaum zu ertragen vermöchte, bei welcher sie vorgelassen zu werden gebeten hatte. Allein gegen diese besseren Gefühle kämpfte der Stolz an. Die Sünde der Niedrigsten und Verworfensten wie der Höchststehenden und im Guten befestigt sich Dünkenden. Die elende Genossin von Dieben und Bösewichtern aller Art, die tiefgesunkene Bewohnerin der gemeinsten Schlupfwinkel, die Genossin der Auswürflinge der Gefängnisse und der Galeeren, die selbst im Galgenbereiche Lebende, selbst diese Schmach und Schande beladene, empfand zu viel Stolz, um auch nur einen schwachen Schimmer des weiblichen Gefühls zu verraten, welches ihr eine Schwäche deuchte, während es noch das einzige Band war zwischen ihr und der besseren Menschheit, deren äußere Spuren und Kennzeichen alle ihr wüstes Leben bei ihr vertilgt hatte. Sie erhob die Augen zur Genüge, um zu gewahren, dass die Gestalt, welche jetzt erschien, die eines zart gebauten, holden Mädchens war. Sie senkte die Blicke nieder und sagte, den Kopf mit angenommener Gleichgültigkeit emporwerfend, »Es hat schwer gehalten, zu Ihnen gelassen zu werden, Lady. Wäre ich empfindlich gewesen und fortgegangen, wie es viele getan haben würden, Sie möchten es dereinst bereut haben und nicht ohne Grund.« »Es tut mir leid, wenn man Sie unartig behandelt hat,« erwiderte Rosa. »Denken Sie nicht mehr daran und sagen Sie mir, weshalb Sie mich zu sprechen wünschen.« Der gütige Ton, in welchem sie antwortete, ihre freundlich klingende Stimme, ihr sanftes Wesen und dass sie so gar keinen Hochmut, kein Missfallen zeigte, überraschte Nancy dergestalt, dass sie in einen Tränenstrom ausbrach. »Oh, Lady, Lady«, rief sie, die aufgehobenen Hände leidenschaftlich zusammenschlagend, »wenn mehrere ihresgleichen wären, würden weniger meinesgleichen sein. Gewiss, gewiss.« »Setzen Sie sich«, sagte Rosa, »Ihre Worte gehen mir in der Tat an das Herz. Wenn Sie in bedürftiger Lage oder sonst unglücklich sind, so werde ich mich glücklich schätzen, Ihnen, wenn ich es vermag, beizustehen.« »Glauben Sie es mir, setzen Sie sich.« »Lassen Sie mich nur stehen, Lady«, sagte das Mädchen, noch immer Tränen vergießend, »und reden Sie nicht so gütig zu mir, bis Sie mich besser kennenlernen. Doch es wird spät. Ist jene Tür verschlossen?« »Ja«, erwiderte Rosa einige Schritte zurückweichend, als ob sie im Notfalle der Hilfe näher zu sein wünschte. »Weshalb aber?« »Weil ich im Begriff bin, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver zu Fagin, dem alten Juden, an jenem Abende wieder zurückschleppte, als er das Haus in Pentonville verließ.« »Sie«, sagte Rosa Bailey. »Ja, ich, Lady, ich bin die Schändliche, von der Sie ohne Zweifel gehört haben, die unter Dieben lebt und die, Gott helfe mir, solange ich zurückdenken kann, kein besseres Leben oder freundlichere Worte als meine Genossen mir geben, gekannt hat. Ja, weichen Sie nur immerhin entsetzt vor mir zurück, Lady. Ich bin jünger, als Sie nach meinem Aussehen glauben mögen. Allein ich bin daran gewöhnt, und die ärmsten Frauen entziehen sich meiner Berührung, wenn ich durch die dicht gedrängten Straßen gehe.« »Wie schrecklich«, sagte Rosa, sich von dem Mädchen unwillkürlich noch weiter entfernend.
Danken Sie auf Ihren Knien dem Himmel, geehrte Lady, rief die Unglückliche aus, dass Sie Angehörige haben, die Sie in Ihrer Jugend bewacht und gepflegt und dass Sie niemals, wie ich seit der frühesten Kindheit, von Kälte und Hunger, von Völlerei und Trunkenheit und von noch etwas viel Schlimmerem als dieses alles umgeben gewesen sind. Ich darf es sagen, denn elende Gassen und wüste Höhlen sind meine Behausung gewesen und werden mein Sterbebett sein. »Ich bemitleide Sie«, sagte Rosa mit bebender Stimme, »es ist ja herzzerreißend, Sie anzuhören.« »Gottes Segen über Sie und Ihre Güte«, erwiderte das Mädchen, »wenn Sie wüssten, wie es mir bisweilen ist, Sie würden mich bedauern, glauben Sie mir. Doch ich habe mich fortgeschlichen von Leuten, die mich sicherlich ermorden würden, wüssten Sie, dass ich hier gewesen bin, um Sie von Dingen, die ich Ihnen abgehorcht habe, in Kenntnis zu setzen. Ist Ihnen ein Mensch namens Monks bekannt?« Rosa verneinte. »Er kennt Sie«, fuhr das Mädchen fort, »und wusste, dass Sie hier wohnten, denn nur dadurch, dass er es einem anderen sagte, ward es mir möglich, Sie aufzufinden.« »Ich habe den Namen niemals nennen hören«, sagte Rosa. »Nun, so führt er unter uns einen anderen, was ich wohl schon früher vermutet. Vor einiger Zeit und bald nachdem Oliver in der Nacht des beabsichtigten Raubes in ihr Haus gehoben wurde, behorchte ich diesen Menschen, auf welchen ich Verdacht geworfen, als ich mit Fagin eine Unterredung hatte. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, dass Monks, der Mann, nach welchem ich sie vorhin fragte, »Wohl, ich verstehe schon«, sagte Rosa, »dass Monks den Knaben an eben dem Tage, als wir ihn verloren, mit zwei von unseren Knaben zufällig erblickt und sogleich in ihm das Kind erkannt hatte, welchem er auflauerte, wiewohl ich mir nicht erklären konnte, weshalb. Er wurde mit Fagin darüber einig, dass der Jude, falls Oliver wieder zurückgebracht würde, eine gewisse Summe und noch mehr erhalten solle, wenn er einen Dieb aus ihm machte, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte.« »Zu welchem Zwecke?« fragte Rosa. »Als ich horchte, um es zu erlauschen, erblickte er meinen Schatten an der Wand vor das Mädchen fort, und es gibt außer mir nicht sehr viele Menschen, die, um der Entdeckung zu entgehen, zeitig genug sich aus dem Hause gefunden hätten. Mir gelang es indes, und ich sah ihn erst am gestrigen Abende wieder.« »Und was trug sich dazu?« »Ich will es Ihnen sagen, Lady. Er kam gestern wieder zu Fagin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Ich versteckte mich und hüllte mich so ein, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte, und horchte abermals an der Tür. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren diese: »So liegen denn die einzigen Beweise, dass der Oliver der Knabe ist, auf dem Grunde des Stromes, und die alte Hexe, die sie von seiner Mutter erhielt, verfault in ihrem Sarge.« Sie lachten und sprachen von der glücklichen Ausführung des Streichs, und Monks, der noch weiter von dem Knaben sprach und sehr ingrimmig wurde, sagte, obwohl er des jungen Teufels Geld jetzt sicher genug hätte, so würde er es doch lieber auf andere Art gehabt haben, denn welch eine Last es sein würde, das prahlerische Testament des Vaters dadurch über den Haufen zu werfen, dass man den Knaben durch alle Gefängnisse der Hauptstadt hetzte und ihn dann wegen eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht zöge, was Fagin leicht würde veranstalten können, nachdem er ihn oben ein mit großem Vorteile benutzt haben würde.« »Was ist dies alles?« rief Rosa entsetzt aus. »Die Wahrheit, Lady, obwohl es von meinen Lippen kommt«, versetzte das Mädchen. »Dann sagte er unter Verwünschungen, die für mein Ohr gewöhnlich genug sind, den ihrigen aber fremd und schauerlich sein müssten, er würde es tun, wenn er seinen Hass ohne Gefahr für seinen eigenen Hals dadurch befriedigen könnte, dass er dem Knaben das Leben nehme.
Es dürfte zu gefährlich sein, er würde ihm jedoch überall im Leben auflauern und könnte, wenn er sich die Geburt und Lebensgeschichte des Knaben zunutz machte, ihm dennoch Schaden genug zufügen. Kurzum, Fagin, sagte er, Jude, der du bist, du hast noch nie Fallstricke gelegt, wie ich sie zum Verderben meines jungen Bruders Oliver legen werde. »Sein Bruder?« rief Rosa bestürzt. »Das waren seine Worte«, sagte Nancy, sich besorglich umschauend, wie sie es fast unablässig getan hatte, denn Sykes finstere Gestalt schwebte ihr beständig vor der Seele. Und mehr noch, indem er von ihnen und der anderen Dame sprach, äußerte er, der Himmel oder der Teufel müsse wieder ihn gewesen sein, als Oliver in ihre Hände geraten sei, und sagte mit Hohngelächter, darin wäre ebenfalls einiger Trost, denn wie viele tausend und hunderttausend Pfund würden sie nicht geben, wenn sie hätten zu erfahren, wer ihr zweibeiniger Schoßhund wäre. »Sie wollen doch nicht sagen, dass das alles ernstlich gemeint war?« sagte Rosa erblassend. »Wenn jemals ein Mensch im Ernst gesprochen, so tat ich es in diesen Augenblicken«, erwiderte das Mädchen traurig den Kopf schüttelnd. »Und auch er pflegt nichts zu scherzen, wenn sein Hass in ihm lebendig ist. Ich kenne viele, die noch Schlimmeres üben, aber ich würde sie alle lieber 10-mal als jenen Monks ein einziges Mal darüber reden hören. Doch es wird spät und ich muss nach Hause zurückkehren, um auch den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, dass ich zu einem solchen Zwecke hier gewesen. Ich muss nach Hause zurückeilen.« »Doch was kann ich tun?« fragte Rosa. »Welchen Nutzen kann ich ohne Sie aus Ihrer Mitteilung ziehen? Zurückkehren wollen Sie? Wie können Sie zu Genossen zurückzukehren wünschen, die Sie mit so schrecklichen Farben schildern? Wenn Sie Ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn, welchen ich augenblicklich herbeirufen kann, wiederholen wollen, so können Sie binnen einer halben Stunde an einen sicheren Ort gebracht werden.« »Ich wünsche aber zurückzukehren«, versetzte das Mädchen. »Ich muss zurückkehren, weil, ach, wie kann ich mit einer unschuldigen Dame, wie Sie sind, über solche Dinge reden? Weil unter den Männern, von welchen ich Ihnen gesagt habe, sich einer befindet, der schrecklichste von allen, den ich nicht zu verlassen vermag. Nein, und wenn ich auch dadurch von dem ruchlosen, fürchterlichen Leben erlöst werden könnte, das ich jetzt führe. Dass Sie zugunsten des teuren Knaben sich schon einmal bemüht haben, dass Sie unter so großer Gefahr hierher gekommen sind, um das, was Sie gehört, mir zu enthüllen, Ihre Mienen, die mich von der Wahrheit Ihrer Angaben überzeugen, Ihre offenbare Reue und Ihr Schamgefühl, alles berechtigt mich zu glauben, dass Sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden können.« »Oh«, fuhr die tief bewegte Rosa Maylie, die Hände faltend, während Tränen über ihre Wangen hinabliefen, fort, »hören Sie auf das Flehen einer Angehörigen Ihres eigenen Geschlechts, der ersten, gewiss der ersten, die jemals mit der Stimme des Mitleids und der Bangigkeit um ihr Seelenheil zu Ihnen geredet hat. Hören Sie auf meine Worte und lassen Sie sich durch mich zu einem besseren Dasein erretten.« »Lady«, versetzte das Mädchen auf die Knie sinkend, »teure, engelgleiche Lady, ja, Sie sind die Erste, die mich jemals durch Worte wie diese sind beseligt hat, und hätte ich Sie vor Jahren vernommen, so hätten Sie mich einem sündhaften und wehevollen Leben entreißen mögen. Doch es ist zu spät, zu spät.« »Zur Reue und Buße ist es niemals zu spät«, entgegnete Rosa. »Es ist dennoch zu spät«, rief Nancy in einem Tone aus, der ihre ganze Seelenqual verriet. »Ich kann ihn jetzt nicht mehr verlassen. Ich vermöchte es nicht, seinen Tod herbeizuführen.« »Und weshalb sollten Sie es?« fragte Rosa.
Nichts könnte ihn retten, jammerte das Mädchen, wenn ich anderen erzählte, was ich ihnen offenbart habe und veranlasste dadurch seine Verhaftung, er müsste ohne Rettung sterben. Er ist der Verwegenste von allen und hat so entsetzliche Dinge begangen. »Ist es möglich«, rief Rosa, »dass sie einem solchen Menschen zuliebe jeder Hoffnung auf die Zukunft und der Gewissheit der Rettung für die Gegenwart entsagen können? Es ist Wahnsinn!« »Ich weiß nicht, was es ist«, versetzte das Mädchen, »ich weiß nur, dass es so ist und nicht allein bei mir, sondern bei Hunderten, die ebenso schlecht und elend sind, als ich es bin. Ich muss zurück. Ob es der Zorn Gottes ist wegen meiner vielen bösen Taten, weiß ich nicht, aber ich fühle mich trotz allen Leiden und aller harten Behandlung unwiderstehlich zu ihm hingezogen, was, glaube ich, auch dann der Fall sein würde, wenn ich überzeugt wäre, dass ich noch durch seine Hand sterben müsste.« »Was soll ich tun?« sagte Rosa. »Ich müsste sie eigentlich nicht fortlassen.« »Ja, ja, Lady, und Sie werden es«, entgegnete das Mädchen. »Sie werden mein Fortgehen nicht hindern, weil ich in Ihre Güte Vertrauen gesetzt und Ihnen, wie ich es hätte tun können, kein Versprechen abgedrungen habe.« »Wozu nützt denn aber Ihre Mitteilung?« beharrte Rosa. »Das Geheimnis muss erforscht werden. Welcher Vorteil kann sonst für Oliver, dem zu dienen Ihnen so sehr am Herzen liegt, daraus erwachsen, dass Sie es mir enthüllt haben?« »Sie werden sicher irgendeinen wohlwollenden Herrn kennen, dem Sie es anvertrauen mögen und der Ihnen Rat erteilen wird«, erwiderte Nancy. »Doch wo finde ich sie, wenn ich ihrer bedürfen sollte?« fragte Rosa. »Ich will nicht fragen, wo jene fürchterlichen Menschen wohnen, allein wo wird man sie an irgendeinem zu bestimmenden Tage wiedersehen können?« »Versprechen Sie mir, dass mein Geheimnis auf das Strengste bewahrt werden soll und allein oder doch nur mit dem Manne zu kommen, dem Sie es anvertrauen wollen, und dass man mir weder auflauere noch nachfolge?« »Ich verspreche es feierlichst«, erwiderte Rosa. »Wohlan, so will ich jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr abends, wenn ich am Leben bleibe, auf der Londoner Brücke auf- und niedergehen«, verhieß Nancy unbedenklich. »Warten Sie noch einen Augenblick«, sagte Rosa, Nancy, die schon nach der Tür eilte, zurückhaltend. »Erwägen Sie noch einmal Ihre Lage und die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird, sich derselben zu entreißen. Sie haben nicht allein als freiwillige Überbringerin einer so wichtigen Kunde, sondern auch als eine fast unwiederbringlich verlorene Ansprüche auf meinen Beistand. Wollen Sie in der Tat zu der Räuberbande und zu dem schrecklichen Manne zurückkehren, da doch ein einziges Wort Sie retten kann? Was für ein Zauber ist es, der Sie unwiderstehlich zurückzuziehen und der Gottlosigkeit und dem Elende hinzugeben vermag? Ach, ist denn in Ihrem Herzen keine Seite, die ich zu berühren vermöchte? Regt sich kein Gefühl in ihm, das gegen diese Verblendung ankämpfen könnte? »Wenn Damen so jung, so freundlich und schön wie Sie sind, ihre Herzen verschenken«, versetzte das Mädchen mit fester Stimme, »so macht die Liebe sie zu allem fähig. Selbst ihresgleichen, die sie eine Heimat, Angehörige, Freunde, zahlreiche Bewunderer haben, ihr Herz auszufüllen. Wenn Frauen wie ich, die wir kein Dach als den Sargdeckel, in Krankheit und Tod keinen Beistand als die Krankenwärterin des Hospitals haben, einem Manne unser angefaultes Herz hingeben und ihn die Stelle ausfüllen lassen, die einst von den Eltern, der Heimat und den Freunden ausgefüllt wurde, oder die unser ganzes elendes Leben hindurch eine leere und wüste Stätte gewesen ist, wer kann hoffen, uns zu heilen?
Bemitleiden Sie uns, Lady, bemitleiden Sie uns darum, dass uns nur ein weibliches Gefühl geblieben ist und dass dieses Gefühl durch die schwere Ahndung des Himmels, statt unser Trost und Stolz zu sein, zu einem Fluche und die Quelle neuer Leiden und Misshandlungen wird. »Sie werden doch eine Kleinigkeit von mir annehmen«, sagte Rosa nach einer Pause, »die sie in den Stand setzen wird, ohne Schande zu leben, wenigstens bis wir uns wiedersehen.« »Keinen Heller«, erwiderte das Mädchen mit der Hand abwehrend. »Verschließen Sie Ihr Herz doch nicht gegen meine Anerbietungen, Ihnen Beistand zu leisten«, sagte Rosa ihr näher tretend. »Gewiss, ich wünsche Ihnen, nützlich zu sein. Sie würden mir am nützlichsten sein, Lady, wenn Sie mir mit einem Male das Leben nehmen könnten«, versetzte Nancy händeringend, »denn der Gedanke an das, was ich bin, hat mir in dieser kurzen Stunde ein schwereres Herzweh verursacht, als ich jemals empfunden habe, und es würde ein Gewinn sein, nicht in der Hölle zu sterben, in der ich gelebt habe.« Gottes Segen über Sie, süße Lady, und möge der Himmel eben so viel Glück auf Ihr Haupt herabsenden, als ich auf das meine Schande geladen habe. Mit diesen Worten und unter lautem Schluchzen verließ die Bejammernswerte das Zimmer, während Rosa durch die eben beendete Unterredung, die mehr einem flüchtigen Traume als der Wirklichkeit ähnlich sah, fast überwältigt auf einen Stuhl niedersank und ihre verworrenen Gedanken zu sammeln suchte. Ende des zweiten Bändchens. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens. Abschnitt 13 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel. Eine sonderbare Zusammenkunft, die eine Folge von dem ist, was im vorigen Kapitel erzählt worden. Es war ein unglücklicher Umstand für das Mädchen, dass Sykes Geld erhalten hatte und daher am folgenden Tage durch Essen und Trinken fast fortwährend beschäftigt wurde, was eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung äußerte, dass er weder Zeit noch Neigung hatte, sich um sie und ihr Benehmen sonderlich zu bekümmern. Seinem luchsäugigen Freunde, dem Juden, würde es nicht entgangen sein, dass sie mit der Ausführung irgendeines verzweifelten Entschlusses umging, allein Sykes besaß Fagins unterscheidende Beurteilung nicht, so dass Nancys ungewöhnliche Erregtheit und Unruhe auch keinen Verdacht bei ihm erweckte. Als der Abend heranrückte, nahm ihre Unruhe zu, und als sie in gespannter Erwartung neben ihm saß und darauf wartete, dass er sich in den Schlaf tränke, wurden ihre Wangen so blass und blitzte ein so ungewöhnliches Feuer aus ihren Augen, dass Sykes endlich aufmerksam darauf werden musste. Er war matt vom Fieber, trank heißes Wasser zu seinem Branntweine, um jenes minder entzündbar zu machen, und hatte Nancy das Glas gereicht, um es zum dritten oder vierten Male von ihr füllen zu lassen, als ihm ihre Blässe und das Feuer in ihren Augen zuerst auffielen. Er starrte sie an, stützte sich auf den Ellenbogen, murmelte einen Fluch und sagte, »Du siehst ja wie eine Leiche aus, die wieder zum Leben erwacht ist. Was hast du?« »Was ich habe«, erwiderte sie, »nichts. Warum seht ihr mich so scharf an?« »Was ist dies wieder für eine Albernheit?« fragte er, die Hand auf ihre Schultern legend und sie unsanft schüttelnd. »Was ist dies? Was soll es bedeuten? Woran denkst du, Mädchen?« »An vielerlei, Bill«, erwiderte sie schaudernd und die Hände auf die Augen drückend. »Aber was tut's?«
Der Ton der erzwungenen Heiterkeit, in welchem sie die letzteren Worte gesprochen hatte, schien auf Sykes einen stärkeren Eindruck zu machen als ihr wilder und starrer Blick vorher. »Ich will dir was sagen«, fuhr er verdrießlich fort. »Wenn du nicht vom Fieber angesteckt bist und es jetzt selbst bekommst, so ist etwas mehr als Gewöhnliches im Winde und oben ein was Gefährliches. Du willst doch nicht hingehen und... Nein, Gott verdammt, das kannst du nimmermehr!« »Was kann ich nimmermehr?« fragte das Mädchen. »Es gibt«, murmelte Sykes, die Blicke auf sie heftend, »es gibt keine zuverlässigere, treuere Dirne in der Welt als sie, oder ich würde ihr vor 3 Monaten die Kehle abgeschnitten haben. Sie kriegt das Fieber, das ist das Ganze.« Er leerte das Glas und forderte darauf seine Arznei. Nancy sprang rasch auf, bereitete sie, den Rücken ihm zukehrend, und gab sie ihm ein. »Jetzt setze dich hier an mein Bett«, sagte er, »und nimm dein eigenes Gesicht vor, oder ich ändere es so, dass du es nicht wiedererkennst, wenn du es selbst brauchst.« Sie tat nach seinem Geheiß, er faßte ihre Hand, sank auf das Kissen und heftete die Augen auf ihr Gesicht. Sie fielen ihm zu, er öffnete sie wieder, blickte starr umher und verfiel endlich in einen tiefen und schweren Schlummer. »Der Schlaftrank hat endlich gewirkt«, murmelte sie, »doch vielleicht ist es schon zu spät.« Sie stand hastig auf, griff zu ihrem Hute und Schal, blickte furchtsam umher, als wenn sie trotz des Schlaftrunks jeden Augenblick erwartete, den Druck von Sykes schwerer Hand auf ihrer Schulter zu fühlen, beugte sich über das Bett, küsste den Mund des Räubers, öffnete und verschloss geräuschlos die Tür und eilte aus dem Hause. Ein Wächter rief 9:30 Uhr, und sie fragte ihn, ob es schon lange nach 9:30 wäre. Er erwiderte, 1/4 Stunde. Sie murmelte, und ich kann erst in 1 Stunde dort sein, und eilte rasch weiter. Es schlug 10, und ihre Ungeduld wuchs, zumal da sie vielfach durch das Gedränge in den belebteren Straßen aufgehalten wurde. Sie eilte so ungestüm und rücksichtslos auf Gefahr jeder Art weiter, dass sie von den Fußgängern für eine Verrückte gehalten wurde. Als sie sich dem Westende näherte, nahm das Gedränge ab und sie beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Endlich erreichte sie ihren Bestimmungsort, ein schönes Haus in einer Straße, nicht weit vom Hyde Park. Es schlug eben 11. Sie trat in die Hausflur. Der Sitz des Türstehers war verlassen. Sie blickte ungewiss umher und näherte sich der Treppe. »Zu wem wollen Sie, junges Frauenzimmer?« rief ihr eine wohlgekleidete Dienerin, die eine Tür hinter ihr öffnete, nach. »Zu einer Dame hier im Hause.« »Einer Dame?« lautete die mit einem Blick der Verachtung begleitete Antwort. »Zu was für einer Dame?« »Miss Maley«, sagte Nancy. Die Dienerin, die jetzt Zeit gehabt hatte, das Mädchen genauer anzusehen, erwiderte nur durch einen Blick tugendhafter Entrüstung und rief einen Bedienten, dem Nancy ihre Bitte wiederholte. Er fragte nach ihrem Namen. »Sie brauchen gar keinen zu nennen. In was für einem Geschäft wollen Sie die Dame sprechen? Ich muss sie sehen, das ist genug.« Der Bediente befahl ihr, sich aus dem Hause zu entfernen, und schob sie nach der Tür hin. »Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden mich nicht lebendig aus dem Hause hinausschaffen«, rief sie. »Ist denn niemand hier, der einem armen Mädchen den kleinen Dienst leistet, zu der Dame hinaufzugehen?« Inzwischen hatte sich die Dienerschaft versammelt. Der gutmütige Koch legte sich in das Mittel und forderte den Bedienten auf, das Mädchen Miss Maley zu melden. »Wozu denn aber?« antwortete der Bediente. »Sie werden doch nicht glauben, dass die junge Dame eine solche Person vorlassen wird.«
Diese Anspielung auf Nancys verdächtigen Stand erregte ein gewaltiges Maß tugendsamer Entrüstung bei vier Hausmägden, welche mit großer Wärme erklärten, das Geschöpf sei eine Schande ihres Geschlechts, und darauf bestanden, sie ohne Gnade in die Straßenrinne zu werfen. »Macht mit mir, was euch beliebt«, sagte das Mädchen zu den Bedienten sich wendend, »nur tut erst, was ich verlange, und ich fordere euch auf, meine Botschaft um Gottes Willen auszurichten.« Der weichherzige Koch trat jetzt vermittelnd dazwischen, und das Ende war, dass der Mann, der zuerst zum Vorschein gekommen, die Meldung übernahm. »Was soll ich meiner Herrschaft sagen?« fragte er. »Dass ein junges Frauenzimmer Miss Maylie unter vier Augen zu sprechen wünscht«, erwiderte Nancy, »und dass die junge Dame, wenn sie nur das erste Wort anhören will, sogleich erkennen wird, ob sie das, was ich anzubringen habe, noch ferner anhören muss oder mich als eine Betrügerin vor die Tür werfen lassen soll.« »Meiner Six, das heiß ich seiner Sache gewiss sein«, sagte der Bediente. »Bringen Sie nur mein Anliegen an und lassen Sie mich den Bescheid wissen«, entgegnete das Mädchen fest. Der Bediente eilte hinauf, und Nancy stand bleich, fast atemlos und mit zuckenden Lippen da, indem die sehr hörbaren Ausdrücke von Verachtung ihr Ohr trafen, mit welchen die tugendreichen Hausmägde sehr freigebig waren. Ihre Blässe nahm zu, als der Bediente wieder herunterkam und ihr sagte, dass sie hinaufgehen könne. »Rechtlich sein hilft zu nichts in dieser Welt«, bemerkte die erste Hausmagd. »Messing hat's besser als das Gold, das die Feuerprobe bestanden hat«, sagte die zweite. Die dritte begnügte sich damit, ihre Verwunderung darüber auszusprechen, aus welchem besseren Stoffe die Damen wohl sein möchten, und die vierte übernahm die Sopranstimme im Quartett. »Es ist eine Schande«, womit die Dianen schlossen. Ohne auf dieses alles zu achten, denn sie hatte wichtigere Dinge auf dem Herzen, folgte Nancy mit Beben dem Bedienten in ein kleines Vorzimmer, das durch eine von der Decke herabhängende Lampe erleuchtet war und in welchem ihr Führer sie allein ließ. Sie hatte ihr ganzes Leben in den Straßen und den ekelhaftesten Höhlen des Lasters der Hauptstadt zugebracht, bewahrte aber noch immer einen Rest von der Natur des Weibes. Und als sie die leichten, der Tür sich nähernden Fußtritte vernahm und des weiten Abstandes der Personen gedachte, die das Gemach im nächsten Augenblicke einschließen würde, fühlte sie sich durch die Last ihrer tiefen Schmach gänzlich zu Boden gedrückt und fuhr in sich zusammen, wie wenn sie die Gegenwart der Dame kaum zu ertragen vermöchte, bei welcher sie vorgelassen zu werden gebeten hatte. Allein gegen diese besseren Gefühle kämpfte der Stolz an. Die Sünde der Niedrigsten und Verworfensten, wie der Höchststehenden und im Guten befestigt sich Dünkenden. Die elende Genossin von Dieben und Bösewichtern aller Art, die tiefgesunkene Bewohnerin der gemeinsten Schlupfwinkel, die Genossin der Auswürflinge der Gefängnisse und der Galeeren, die selbst im Galgenbereiche Lebende, selbst diese Schmach und Schande beladene, empfand zu viel Stolz, um auch nur einen schwachen Schimmer des weiblichen Gefühls zu verraten, welches ihr eine Schwäche deuchte, während es noch das einzige Band war zwischen ihr und der besseren Menschheit, deren äußere Spuren und Kennzeichen alle ihr wüstes Leben bei ihr vertilgt hatte. Sie erhob die Augen zur Genüge, um zu gewahren, dass die Gestalt, welche jetzt erschien, die eines zart gebauten, holden Mädchens war. Sie senkte die Blicke nieder und sagte, den Kopf mit angenommener Gleichgültigkeit emporwerfend, »Es hat schwer gehalten, zu Ihnen gelassen zu werden, Lady. Wäre ich empfindlich gewesen und fortgegangen, wie es viele getan haben würden, Sie möchten es dereinst bereut haben, und nicht ohne Grund.«
Es tut mir leid, wenn man sie unartig behandelt hat, erwiderte Rosa. Denken Sie nicht mehr daran und sagen Sie mir, weshalb Sie mich zu sprechen wünschen. Der gütige Ton, in welchem sie antwortete, ihre freundlich klingende Stimme, ihr sanftes Wesen und dass sie so gar keinen Hochmut, kein Missfallen zeigte, überraschte Nancy dergestalt, dass sie in einen Tränenstrom ausbrach. »Oh, Lady, Lady«, rief sie, die aufgehobenen Hände leidenschaftlich zusammenschlagend, »wenn mehrere ihresgleichen wären, würden weniger meinesgleichen sein. Gewiss, gewiss.« »Setzen Sie sich«, sagte Rosa, »Ihre Worte gehen mir in der Tat an das Herz. Wenn Sie in bedürftiger Lage oder sonst unglücklich sind, so werde ich mich glücklich schätzen, Ihnen, wenn ich es vermag, beizustehen.« »Glauben Sie es mir, setzen Sie sich.« »Lassen Sie mich nur stehen, Lady«, sagte das Mädchen, noch immer Tränen vergießend, »und reden Sie nicht so gütig zu mir, bis Sie mich besser kennenlernen. Doch es wird spät. Ist jene Tür verschlossen?« »Ja«, erwiderte Rosa einige Schritte zurückweichend, als ob sie im Notfalle der Hilfe näher zu sein wünschte. »Weshalb aber?« »Weil ich im Begriff bin, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver zu Fagin, dem alten Juden, an jenem Abende wieder zurückschleppte, als er das Haus in Pentonville verließ.« »Sie«, sagte Rosa Bailey. »Ja, ich, Lady, ich bin die Schändliche, von der Sie ohne Zweifel gehört haben, die unter Dieben lebt und die, Gott helfe mir, solange ich zurückdenken kann, kein besseres Leben oder freundlichere Worte als meine Genossen mir geben, gekannt hat. Ja, weichen Sie nur immerhin entsetzt vor mir zurück, Lady. Ich bin jünger, als Sie nach meinem Aussehen glauben mögen. Allein ich bin daran gewöhnt, und die ärmsten Frauen entziehen sich meiner Berührung, wenn ich durch die dicht gedrängten Straßen gehe.« »Wie schrecklich«, sagte Rosa, sich von dem Mädchen unwillkürlich noch weiter entfernend. »Danken Sie auf Ihren Knien dem Himmel, geehrte Lady«, rief die Unglückliche aus, »dass Sie Angehörige haben, die Sie in Ihrer Jugend bewacht und gepflegt, und dass Sie niemals, wie ich seit der frühesten Kindheit, von Kälte und Hunger, von Völlerei und Trunkenheit und von noch etwas viel Schlimmerem als dieses alles umgeben gewesen sind. Ich darf es sagen, denn elende Gassen und wüste Höhlen sind meine Behausung gewesen und werden mein Sterbebett sein.« »Ich bemitleide Sie«, sagte Rosa mit bebender Stimme. »Es ist ja herzzerreißend, Sie anzuhören.« »Gottes Segen über Sie und Ihre Güte«, erwiderte das Mädchen. »Wenn Sie wüssten, wie es mir bisweilen ist, Sie würden mich bedauern, glauben Sie mir. Doch ich habe mich fortgeschlichen von Leuten, die mich sicherlich ermorden würden, wüssten Sie, dass ich hier gewesen bin, um Sie von Dingen, die ich Ihnen abgehorcht habe, in Kenntnis zu setzen. Ist Ihnen ein Mensch namens Monks bekannt?« Rosa verneinte. »Er kennt Sie«, fuhr das Mädchen fort, »und wusste, dass Sie hier wohnten, denn nur dadurch, dass er es einem anderen sagte, ward es mir möglich, Sie aufzufinden.« »Ich habe den Namen niemals nennen hören«, sagte Rosa. »Nun, so führt er unter uns einen andern, was ich wohl schon früher vermutet. Vor einiger Zeit und bald nachdem Oliver in der Nacht des beabsichtigten Raubes in ihr Haus gehoben wurde, behorchte ich diesen Menschen, auf welchen ich Verdacht geworfen, als ich mit Fagin eine Unterredung hatte. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, dass Monks, der Mann, nach welchem ich sie vorhin fragte, »Wohl, ich verstehe schon«, sagte Rosa, »dass Monks den Knaben an eben dem Tage, als wir ihn verloren, mit zwei von unseren Knaben zufällig erblickt und sogleich in ihm das Kind erkannt hatte, welchem er auflauerte, wiewohl ich mir nicht erklären konnte, weshalb.
Er wurde mit Fagin darüber einig, dass der Jude, falls Oliver wieder zurückgebracht würde, eine gewisse Summe und noch mehr erhalten solle, wenn er einen Dieb aus ihm machte, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte. »Zu welchem Zwecke?« fragte Rosa. Als ich horchte, um es zu erlauschen, erblickte er meinen Schatten an der Wand, fuhr das Mädchen fort, und es gibt außer mir nicht sehr viele Menschen, die, um der Entdeckung zu entgehen, zeitig genug sich aus dem Hause gefunden hätten. Mir gelang es indes, und ich sah ihn erst am gestrigen Abende wieder. »Und was trug sich dazu?« »Ich will es Ihnen sagen, Lady. Er kam gestern wieder zu Fagin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Ich versteckte mich und hüllte mich so ein, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte, und horchte abermals an der Tür. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren diese. »So liegen denn die einzigen Beweise, dass der Oliver der Knabe ist, auf dem Grunde des Stromes, und die alte Hexe, die sie von seiner Mutter erhielt, verfault in ihrem Sarge.« Sie lachten und sprachen von der glücklichen Ausführung des Streichs, und Monks, der noch weiter von dem Knaben sprach und sehr ingrimmig wurde, sagte, obwohl er des jungen Teufels Geld jetzt sicher genug hätte, so würde er es doch lieber auf andere Art gehabt haben, denn welch eine Last es sein würde, das prahlerische Testament des Vaters dadurch über den Haufen zu werfen, dass man den Knaben durch alle Gefängnisse der Hauptstadt hetzte und ihn dann wegen eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht zöge, was Fagin leicht würde veranstalten können, nachdem er ihn obenein mit großem Vorteile benutzt haben würde.« »Was ist dies alles?« rief Rosa entsetzt aus. »Die Wahrheit, Lady, obwohl es von meinen Lippen kommt,« versetzte das Mädchen. »Dann sagte er unter Verwünschungen, die für mein Ohr gewöhnlich genug sind, den ihrigen aber fremd und schauerlich sein müssten, er würde es tun, wenn er seinen Hass ohne Gefahr für seinen eigenen Hals dadurch befriedigen könnte, dass er dem Knaben das Leben nehme. Es dürfte zu gefährlich sein, er würde ihm jedoch überall im Leben auflauern und könnte, wenn er sich die Geburt und Lebensgeschichte des Knaben zunutz machte, ihm dennoch Schaden genug zufügen. »Kurzum, Fagin«, sagte er, »Jude, der du bist, du hast noch nie Fallstricke gelegt, wie ich sie zum Verderben meines jungen Bruders Oliver legen werde.« »Sein Bruder?« rief Rosa bestürzt. »Das waren seine Worte«, sagte Nancy, sich besorglich umschauend, wie sie es fast unablässig getan hatte, denn Sykes finstere Gestalt schwebte ihr beständig vor der Seele. Und mehr noch, indem er von ihnen und der anderen Dame sprach, äußerte er, der Himmel oder der Teufel müsse wieder ihn gewesen sein, als Oliver in ihre Hände geraten sei, und sagte mit Hohngelächter, darin wäre ebenfalls einiger Trost, denn wie viele tausend und hunderttausend Pfund würden sie nicht geben, wenn sie sie hätten zu erfahren, wer ihr zweibeiniger Schoßhund wäre. »Sie wollen doch nicht sagen, dass das alles ernstlich gemeint war?« sagte Rosa erblassend. »Wenn jemals ein Mensch im Ernst gesprochen, so tat ich es in diesen Augenblicken,« erwiderte das Mädchen traurig den Kopf schüttelnd. »Und auch er pflegt nicht zu scherzen, wenn sein Hass in ihm lebendig ist. Ich kenne viele, die noch Schlimmeres üben, aber ich würde sie alle lieber 10-mal als jenen Monks ein einziges Mal darüber reden hören. Doch es wird spät, und ich muss nach Hause zurückkehren, um auch den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, dass ich zu einem solchen Zwecke hier gewesen. Ich muss nach Hause zurückeilen.« »Doch was kann ich tun?« fragte Rosa. »Welchen Nutzen kann ich ohne Sie aus Ihrer Mitteilung ziehen? Zurückkehren wollen Sie? Wie können Sie zu Genossen zurückzukehren wünschen, die Sie mit so schrecklichen Farben schildern?
Wenn Sie Ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn, welchen ich augenblicklich herbeirufen kann, wiederholen wollen, so können Sie binnen einer halben Stunde an einen sicheren Ort gebracht werden.« »Ich wünsche aber zurückzukehren«, versetzte das Mädchen. »Ich muss zurückkehren, weil, ach, wie kann ich mit einer unschuldigen Dame, wie Sie sind, über solche Dinge reden? Weil unter den Männern, von welchen ich Ihnen gesagt habe, sich einer befindet, der schrecklichste von allen, den ich nicht zu verlassen vermag. Nein, und wenn ich auch dadurch von dem ruchlosen, fürchterlichen Leben erlöst werden könnte, das ich jetzt führe.« »Dass Sie zugunsten des teuren Knaben sich schon einmal bemüht haben, dass Sie unter so großer Gefahr hierher gekommen sind, um das, was Sie gehört, mir zu enthüllen, Ihre Mienen, die mich von der Wahrheit Ihrer Angaben überzeugen, Ihre offenbare Reue und Ihr Schamgefühl, alles berechtigt mich zu glauben, dass Sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden können.« »Oh«, fuhr die tief bewegte Rosa Maylie, die Hände faltend, während Tränen über ihre Wangen hinabliefen, fort, »hören Sie auf das Flehen einer Angehörigen Ihres eigenen Geschlechts, der ersten, gewiss der ersten, die jemals mit der Stimme des Mitleids und der Bangigkeit um ihr Seelenheil zu Ihnen geredet hat. Hören Sie auf meine Worte und lassen Sie sich durch mich zu einem besseren Dasein erretten.« »Lady«, versetzte das Mädchen auf die Knie sinkend, »teure, engelgleiche Lady, ja, Sie sind die Erste, die mich jemals durch Worte wie diese sind beseligt hat, und hätte ich Sie vor Jahren vernommen, so hätten Sie mich einem sündhaften und wehevollen Leben entreißen mögen. Doch es ist zu spät, zu spät.« »Zur Reue und Buße ist es niemals zu spät«, entgegnete Rosa. »Es ist dennoch zu spät«, rief Nancy in einem Tone aus, der ihre ganze Seelenqual verriet. »Ich kann ihn jetzt nicht mehr verlassen. Ich vermöchte es nicht, seinen Tod herbeizuführen.« »Und weshalb sollten Sie es?«, fragte Rosa. »Nichts könnte ihn retten«, jammerte das Mädchen, »wenn ich anderen erzählte, was ich ihnen offenbart habe und veranlasste dadurch seine Verhaftung, er müsste ohne Rettung sterben. Er ist der Verwegenste von allen und hat so entsetzliche Dinge begangen.« »Ist es möglich«, rief Rosa, »dass Sie einem solchen Menschen zuliebe jeder Hoffnung auf die Zukunft und der Gewissheit der Rettung für die Gegenwart entsagen können? Es ist Wahnsinn!« »Ich weiß nicht, was es ist«, versetzte das Mädchen, »ich weiß nur, dass es so ist und nicht allein bei mir, sondern bei Hunderten, die ebenso schlecht und elend sind, als ich es bin. Ich muss zurück. Ob es der Zorn Gottes ist wegen meiner vielen bösen Taten, weiß ich nicht, aber ich fühle mich trotz allen Leiden und aller harten Behandlung unwiderstehlich zu ihm hingezogen, was, glaube ich, auch dann der Fall sein würde, wenn ich überzeugt wäre, dass ich noch durch seine Hand sterben müsste.« »Was soll ich tun?« sagte Rosa. »Ich müsste sie eigentlich nicht fortlassen.« »Ja, ja, Lady, und Sie werden es«, entgegnete das Mädchen. »Sie werden mein Fortgehen nicht hindern, weil ich in Ihre Güte Vertrauen gesetzt und Ihnen, wie ich es hätte tun können, kein Versprechen abgedrungen habe.« »Wozu nützt denn aber Ihre Mitteilung?«, beharrte Rosa. »Das Geheimnis muss erforscht werden. Welcher Vorteil kann sonst für Oliver, dem zu dienen Ihnen so sehr am Herzen liegt, daraus erwachsen, dass Sie es mir enthüllt haben?« »Sie werden sicher irgendeinen wohlwollenden Herrn kennen, dem Sie es anvertrauen mögen und der Ihnen Rat erteilen wird«, erwiderte Nancy. »Doch wo finde ich Sie, wenn ich Ihrer bedürfen sollte?«, fragte Rosa. »Ich will nicht fragen, wo jene fürchterlichen Menschen wohnen, allein wo wird man Sie an irgendeinem zu bestimmenden Tage wiedersehen können?«
Versprechen Sie mir, dass mein Geheimnis auf das Strengste bewahrt werden soll und allein oder doch nur mit dem Manne zu kommen, dem Sie es anvertrauen wollen, und dass man mir weder auflauere noch nachfolge? Ich verspreche es feierlichst, erwiderte Rosa. Wohlan, so will ich jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr abends, wenn ich am Leben bleibe, auf der Londoner Brücke auf- und niedergehen, verhieß Nancy unbedenklich. Warten Sie noch einen Augenblick, sagte Rosa, Nancy, die schon nach der Tür eilte, zurückhaltend. Erwägen Sie noch einmal Ihre Lage und die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird, sich derselben zu entreißen. Sie haben nicht allein als freiwillige Überbringerin einer so wichtigen Kunde, sondern auch als eine fast unwiederbringlich verlorene Ansprüche auf meinen Beistand. Wollen Sie in der Tat zu der Räuberbande und zu dem schrecklichen Manne zurückkehren, da doch ein einziges Wort Sie retten kann? Was für ein Zauber ist es, der sie unwiderstehlich zurückzuziehen und der Gottlosigkeit und dem Elende hinzugeben vermag? Ach, ist denn in ihrem Herzen keine Seite, die ich zu berühren vermöchte? Regt sich kein Gefühl in ihm, das gegen diese Verblendung ankämpfen könnte? Wenn Damen so jung, so freundlich und schön wie Sie sind, ihre Herzen verschenken, versetzte das Mädchen mit fester Stimme, so macht die Liebe sie zu allem fähig. Selbst ihresgleichen, die sie eine Heimat, Angehörige, Freunde, zahlreiche Bewunderer haben, ihr Herz auszufüllen. Wenn Frauen wie ich, die wir kein Dach als den Sargdeckel, in Krankheit und Tod keinen Beistand als die Krankenwärterin des Hospitals haben, einem Manne unser angefaultes Herz hingeben und ihn die Stelle ausfüllen lassen, die einst von den Eltern, der Heimat und den Freunden ausgefüllt wurde, oder die unser ganzes elendes Leben hindurch eine leere und wüste Stätte gewesen ist, wer kann hoffen, uns zu heilen? Bemitleiden Sie uns, Lady, bemitleiden Sie uns darum, dass uns nur ein weibliches Gefühl geblieben ist und dass dieses Gefühl durch die schwere Ahndung des Himmels, statt unser Trost und Stolz zu sein, zu einem Fluche und die Quelle neuer Leiden und Misshandlungen wird. Sie werden doch eine Kleinigkeit von mir annehmen, sagte Rosa nach einer Pause, die sie in den Stand setzen wird, ohne Schande zu leben, wenigstens bis wir uns wiedersehen. Keinen Heller, erwiderte das Mädchen mit der Hand abwehrend. Verschließen Sie Ihr Herz doch nicht gegen meine Anerbietungen, Ihnen Beistand zu leisten, sagte Rosa ihr näher tretend. Gewiss, ich wünsche Ihnen nützlich zu sein. Sie würden mir am nützlichsten sein, Lady, wenn Sie mir mit einem Male das Leben nehmen könnten, versetzte Nancy händeringend, denn der Gedanke an das, was ich bin, hat mir in dieser kurzen Stunde ein schwereres Herzweh verursacht, als ich jemals empfunden habe, und es würde ein Gewinn sein, nicht in der Hölle zu sterben, in der ich gelebt habe. Gottes Segen über Sie, süße Lady, und möge der Himmel eben so viel Glück auf Ihr Haupt herabsenden, als ich auf das meine Schande geladen habe. Mit diesen Worten und unter lautem Schluchzen verließ die Bejammernswerte das Zimmer, während Rosa durch die eben beendete Unterredung, die mehr einem flüchtigen Traume als der Wirklichkeit ähnlich sah, fast überwältigt auf einen Stuhl niedersank und ihre verworrenen Gedanken zu sammeln suchte. Ende des 2. Bändchens. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens.
Abschnitt 13 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 38. Kapitel. Eine sonderbare Zusammenkunft, die eine Folge von dem ist, was im vorigen Kapitel erzählt worden. Es war ein unglücklicher Umstand für das Mädchen, dass Sykes Geld erhalten hatte und daher am folgenden Tage durch Essen und Trinken fast fortwährend beschäftigt wurde, was eine so wohltätige Wirkung auf seine Stimmung äußerte, dass er weder Zeit noch Neigung hatte, sich um sie und ihr Benehmen sonderlich zu bekümmern. Seinem luchsäugigen Freunde, dem Juden, würde es nicht entgangen sein, dass sie mit der Ausführung irgendeines verzweifelten Entschlusses umging, allein Sykes besaß Fagins unterscheidende Beurteilung nicht, so dass Nancys ungewöhnliche Erregtheit und Unruhe auch keinen Verdacht bei ihm erweckte. Als der Abend heranrückte, nahm ihre Unruhe zu, und als sie in gespannter Erwartung neben ihm saß und darauf wartete, dass er sich in den Schlaf tränke, wurden ihre Wangen so blass und blitzte ein so ungewöhnliches Feuer aus ihren Augen, dass Sykes endlich aufmerksam darauf werden musste. Er war matt vom Fieber, trank heißes Wasser zu seinem Branntweine, um jenes minder entzündbar zu machen, und hatte Nancy das Glas gereicht, um es zum dritten oder vierten Male von ihr füllen zu lassen, als ihm ihre Blässe und das Feuer in ihren Augen zuerst auffielen. Er starrte sie an, stützte sich auf den Ellenbogen, murmelte einen Fluch und sagte: »Du siehst ja wie eine Leiche aus, die wieder zum Leben erwacht ist. Was hast du?« »Was ich habe«, erwiderte sie, »nichts. Warum seht ihr mich so scharf an?« »Was ist dies wieder für eine Albernheit?« fragte er, die Hand auf ihre Schultern legend und sie unsanft schüttelnd. »Was ist dies? Was soll es bedeuten? Woran denkst du, Mädchen?« »An vielerlei, Bill«, erwiderte sie schaudernd und die Hände auf die Augen drückend. »Aber was tut's?« Der Ton der erzwungenen Heiterkeit, in welchem sie die letzteren Worte gesprochen hatte, schien auf Sykes einen stärkeren Eindruck zu machen als ihr wilder und starrer Blick vorher. »Ich will dir was sagen«, fuhr er verdrießlich fort. »Wenn du nicht vom Fieber angesteckt bist und es jetzt selbst bekommst, so ist etwas mehr als Gewöhnliches im Winde und oben ein was Gefährliches. Du willst doch nicht hingehen und... Nein, Gott verdammt, das kannst du nimmermehr!« »Was kann ich nimmermehr?« fragte das Mädchen. »Es gibt«, murmelte Sykes, die Blicke auf sie heftend, »es gibt keine zuverlässigere, treuere Dirne in der Welt als sie, oder ich würde ihr vor 3 Monaten die Kehle abgeschnitten haben. Sie kriegt das Fieber, das ist das Ganze.« Er leerte das Glas und forderte darauf seine Arznei. Nancy sprang rasch auf, bereitete sie, den Rücken ihm zukehrend, und gab sie ihm ein. »Jetzt setze dich hier an mein Bett«, sagte er, »und nimm dein eigenes Gesicht vor, oder ich ändere es so, dass du es nicht wiedererkennst, wenn du es selbst brauchst.« Sie tat nach seinem Geheiß, er fasste ihre Hand, sank auf das Kissen und heftete die Augen auf ihr Gesicht. Sie fielen ihm zu, er öffnete sie wieder, blickte starr umher und verfiel endlich in einen tiefen und schweren Schlummer. »Der Schlaftrank hat endlich gewirkt«, murmelte sie, »doch vielleicht ist es schon zu spät.« Sie stand hastig auf, griff zu ihrem Hute und Schal, blickte furchtsam umher, als wenn sie trotz des Schlaftrunks jeden Augenblick erwartete, den Druck von Sykes schwerer Hand auf ihrer Schulter zu fühlen, beugte sich über das Bett, küsste den Mund des Räubers, öffnete und verschloss geräuschlos die Tür und eilte aus dem Hause. Ein Wächter rief 21:30 Uhr, und sie fragte ihn, ob es schon lange nach 21:30 wäre.
Er erwiderte, eine Viertelstunde, sie murmelte, und ich kann erst in einer Stunde dort sein, und eilte rasch weiter. Es schlug 10, und ihre Ungeduld wuchs, zumal da sie vielfach durch das Gedränge in den belebteren Straßen aufgehalten wurde. Sie eilte so ungestüm und rücksichtslos auf Gefahr jeder Art weiter, dass sie von den Fußgängern für eine Verrückte gehalten wurde. Als sie sich dem Westende näherte, nahm das Gedränge ab und sie beschleunigte ihre Schritte noch mehr. Endlich erreichte sie ihren Bestimmungsort, ein schönes Haus in einer Straße, nicht weit vom Hyde Park. Es schlug eben 11. Sie trat in die Hausflur. Der Sitz des Türstehers war verlassen. Sie blickte ungewiss umher und näherte sich der Treppe. »Zu wem wollen Sie, junges Frauenzimmer?« rief ihr eine wohlgekleidete Dienerin, die eine Tür hinter ihr öffnete, nach. »Zu einer Dame hier im Hause.« »Einer Dame?« lautete die mit einem Blick der Verachtung begleitete Antwort. »Zu was für einer Dame?« »Miss Maylie«, sagte Nancy. Die Dienerin, die jetzt Zeit gehabt hatte, das Mädchen genauer anzusehen, erwiderte nur durch einen Blick tugendhafter Entrüstung und rief einen Bedienten, dem Nancy ihre Bitte wiederholte. Er fragte nach ihrem Namen. »Sie brauchen gar keinen zu nennen. In was für einem Geschäft wollen Sie die Dame sprechen? Ich muss sie sehen, das ist genug.« Der Bediente befahl ihr, sich aus dem Hause zu entfernen und schob sie nach der Tür hin. »Nehmen Sie sich in Acht, Sie werden mich nicht lebendig aus dem Hause hinausschaffen«, rief sie. »Ist denn niemand hier, der einem armen Mädchen den kleinen Dienst leistet, zu der Dame hinaufzugehen?« Inzwischen hatte sich die Dienerschaft versammelt. Der gutmütige Koch legte sich in das Mittel und forderte den Bedienten auf, das Mädchen Miss Maylie zu melden. »Wozu denn aber?« antwortete der Bediente. »Sie werden doch nicht glauben, dass die junge Dame eine solche Person vorlassen wird.« Diese Anspielung auf Nancys verdächtigen Stand erregte ein gewaltiges Maß tugendsamer Entrüstung bei 4 Hausmägden, welche mit großer Wärme erklärten, das Geschöpf sei eine Schande ihres Geschlechts und darauf bestanden, sie ohne Gnade in die Straßenrinne zu werfen. »Macht mit mir, was euch beliebt«, sagte das Mädchen zu den Bedienten sich wendend. »Nur tut erst, was ich verlange, und ich fordere euch auf, meine Botschaft um Gottes Willen auszurichten.« Der weichherzige Koch trat jetzt vermittelnd dazwischen, und das Ende war, dass der Mann, der zuerst zum Vorschein gekommen, die Meldung übernahm. »Was soll ich meiner Herrschaft sagen?« fragte er. »Dass ein junges Frauenzimmer Miss Maylie unter 4 Augen zu sprechen wünscht«, erwiderte Nancy, »und dass die junge Dame, wenn sie nur das erste Wort anhören will, sogleich erkennen wird, ob sie das, was ich anzubringen habe, noch ferner anhören muss oder mich als eine Betrügerin vor die Tür werfen lassen soll.« »Meiner 6, das heiß ich seiner Sache gewiss sein«, sagte der Bediente. »Bringen Sie nur mein Anliegen an und lassen Sie mich den Bescheid wissen«, entgegnete das Mädchen fest. Der Bediente eilte hinauf und Nancy stand bleich, fast atemlos und mit zuckenden Lippen da, indem die sehr hörbaren Ausdrücke von Verachtung ihr Ohr trafen, mit welchen die tugendreichen Hausmägde sehr freigebig waren. Ihre Blässe nahm zu, als der Bediente wieder herunterkam und ihr sagte, dass sie hinaufgehen könne. »Rechtlich sein hilft zu nichts in dieser Welt«, bemerkte die erste Hausmagd. »Messing hat's besser als das Gold, das die Feuerprobe bestanden hat«, sagte die zweite. Die dritte begnügte sich damit, ihre Verwunderung darüber auszusprechen, aus welchem besseren Stoffe die Damen wohl sein möchten, und die vierte übernahm die Sopranstimme im Quartett. »Es ist eine Schande«, womit die Dianen schlossen.
Ohne auf dieses alles zu achten, denn sie hatte wichtigere Dinge auf dem Herzen, folgte Nancy mit Beben dem Bedienten in ein kleines Vorzimmer, das durch eine von der Decke herabhängende Lampe erleuchtet war und in welchem ihr Führer sie allein ließ. Sie hatte ihr ganzes Leben in den Straßen und den ekelhaftesten Höhlen des Lasters der Hauptstadt zugebracht, bewahrte aber noch immer einen Rest von der Natur des Weibes. Und als sie die leichten, der Tür sich nähernden Fußtritte vernahm und des weiten Abstandes der Personen gedachte, die das Gemach im nächsten Augenblicke einschließen würde, fühlte sie sich durch die Last ihrer tiefen Schmach gänzlich zu Boden gedrückt und fuhr in sich zusammen, wie wenn sie die Gegenwart der Dame kaum zu ertragen vermöchte, bei welcher sie vorgelassen zu werden gebeten hatte. Allein gegen diese besseren Gefühle kämpfte der Stolz an. Die Sünde der Niedrigsten und Verworfensten, wie der Höchststehenden und im Guten befestigt sich Dünkenden. Die elende Genossin von Dieben und Bösewichtern aller Art, die tiefgesunkene Bewohnerin der gemeinsten Schlupfwinkel, die Genossin der Auswürflinge der Gefängnisse und der Galeeren, die selbst im Galgenbereiche Lebende, selbst diese Schmach und Schande beladene, empfand zu viel Stolz, um auch nur einen schwachen Schimmer des weiblichen Gefühls zu verraten, welches ihr eine Schwäche deuchte, während es noch das einzige Band war zwischen ihr und der besseren Menschheit, deren äußere Spuren und Kennzeichen alle ihr wüstes Leben bei ihr vertilgt hatte. Sie erhob die Augen zur Genüge, um zu gewahren, dass die Gestalt, welche jetzt erschien, die eines zart gebauten, holden Mädchens war. Sie senkte die Blicke nieder und sagte, den Kopf mit angenommener Gleichgültigkeit emporwerfend, »Es hat schwer gehalten, zu Ihnen gelassen zu werden, Lady. Wäre ich empfindlich gewesen und fortgegangen, wie es viele getan haben würden, Sie möchten es dereinst bereut haben und nicht ohne Grund. »Es tut mir leid, wenn man Sie unartig behandelt hat,« erwiderte Rosa. »Denken Sie nicht mehr daran und sagen Sie mir, weshalb Sie mich zu sprechen wünschen.« Der gütige Ton, in welchem sie antwortete, ihre freundlich klingende Stimme, ihr sanftes Wesen und dass sie so gar keinen Hochmut, kein Missfallen zeigte, überraschte Nancy dergestalt, dass sie in einen Tränenstrom ausbrach. »Oh, Lady, Lady«, rief sie, die aufgehobenen Hände leidenschaftlich zusammenschlagend, »wenn mehrere ihresgleichen wären, würden weniger meinesgleichen sein. Gewiss, gewiss.« »Setzen Sie sich«, sagte Rosa, »Ihre Worte gehen mir in der Tat an das Herz. Wenn Sie in bedürftiger Lage oder sonst unglücklich sind, so werde ich mich glücklich schätzen, Ihnen, wenn ich es vermag, beizustehen.« »Glauben Sie es mir, setzen Sie sich.« »Lassen Sie mich nur stehen, Lady«, sagte das Mädchen, noch immer Tränen vergießend, »und reden Sie nicht so gütig zu mir, bis Sie mich besser kennenlernen. Doch es wird spät. Ist jene Tür verschlossen?« »Ja«, erwiderte Rosa einige Schritte zurückweichend, als ob sie im Notfalle der Hilfe näher zu sein wünschte. »Weshalb aber?« »Weil ich im Begriff bin, mein Leben und das Leben anderer in ihre Hände zu legen. Ich bin das Mädchen, das den kleinen Oliver zu Fagin, dem alten Juden, an jenem Abende wieder zurückschleppte, als er das Haus in Pentonville verließ.« »Sie«, sagte Rosa Bailey. »Ja, ich, Lady, ich bin die Schändliche, von der Sie ohne Zweifel gehört haben, die unter Dieben lebt und die, Gott helfe mir, solange ich zurückdenken kann, kein besseres Leben oder freundlichere Worte als meine Genossen mir geben, gekannt hat. Ja, weichen Sie nur immerhin entsetzt vor mir zurück, Lady. Ich bin jünger, als Sie nach meinem Aussehen glauben mögen. Allein ich bin daran gewöhnt, und die ärmsten Frauen entziehen sich meiner Berührung, wenn ich durch die dicht gedrängten Straßen gehe.«
Wie schrecklich, sagte Rosa, sich von dem Mädchen unwillkürlich noch weiter entfernend. Danken Sie auf Ihren Knien dem Himmel, geehrte Lady, rief die Unglückliche aus, dass Sie Angehörige haben, die Sie in Ihrer Jugend bewacht und gepflegt und dass Sie niemals, wie ich seit der frühesten Kindheit, von Kälte und Hunger, von Völlerei und Trunkenheit und von noch etwas viel Schlimmerem als dieses alles umgeben gewesen sind. Ich darf es sagen, denn elende Gassen und wüste Höhlen sind meine Behausung gewesen und werden mein Sterbebett sein. »Ich bemitleide Sie«, sagte Rosa mit bebender Stimme, »es ist ja herzzerreißend, Sie anzuhören.« »Gottes Segen über Sie und Ihre Güte«, erwiderte das Mädchen, »wenn Sie wüssten, wie es mir bisweilen ist, Sie würden mich bedauern, glauben Sie mir. Doch ich habe mich fortgeschlichen von Leuten, die mich sicherlich ermorden würden, wüssten Sie, dass ich hier gewesen bin, um Sie von Dingen, die ich Ihnen abgehorcht habe, in Kenntnis zu setzen. Ist Ihnen ein Mensch namens Monks bekannt?« Rosa verneinte. »Er kennt Sie«, fuhr das Mädchen fort, »und wusste, dass Sie hier wohnten, denn nur dadurch, dass er es einem anderen sagte, ward es mir möglich, Sie aufzufinden.« »Ich habe den Namen niemals nennen hören«, sagte Rosa. »Nun, so führt er unter uns einen anderen, was ich wohl schon früher vermutet. Vor einiger Zeit und bald nachdem Oliver in der Nacht des beabsichtigten Raubes in ihr Haus gehoben wurde, behorchte ich diesen Menschen, auf welchen ich Verdacht geworfen, als ich mit Fagin eine Unterredung hatte. Ich erfuhr bei der Gelegenheit, dass Monks, der Mann, nach welchem ich sie vorhin fragte, »wohl, ich verstehe schon«, sagte Rosa, »dass Monks den Knaben an eben dem Tage, als wir ihn verloren, mit zwei von unseren Knaben zufällig erblickt und sogleich in ihm das Kind erkannt hatte, welchem er auflauerte, wiewohl ich mir nicht erklären konnte, weshalb. Er wurde mit Fagin darüber einig, dass der Jude, falls Oliver wieder zurückgebracht würde, eine gewisse Summe und noch mehr erhalten solle, wenn er einen Dieb aus ihm machte, was Monks zu irgendeinem Zwecke wünschte.« »Zu welchem Zwecke?« fragte Rosa. »Als ich horchte, um es zu erlauschen, erblickte er meinen Schatten an der Wand«, fuhr das Mädchen fort, »und es gibt außer mir nicht sehr viele Menschen, die, um der Entdeckung zu entgehen, zeitig genug sich aus dem Hause gefunden hätten. Mir gelang es indes, und ich sah ihn erst am gestrigen Abende wieder.« »Und was trug sich dazu?« »Ich will es Ihnen sagen, Lady. Er kam gestern wieder zu Fagin. Sie gingen wieder die Treppe hinauf. Ich versteckte mich und hüllte mich so ein, dass mich mein Schatten nicht verraten konnte, und horchte abermals an der Tür. Die ersten Worte, die ich Monks sagen hörte, waren diese: »So liegen denn die einzigen Beweise, dass der Oliver der Knabe ist, auf dem Grunde des Stromes, und die alte Hexe, die sie von seiner Mutter erhielt, verfault in ihrem Sarge.« Sie lachten und sprachen von der glücklichen Ausführung des Streichs, und Monks, der noch weiter von dem Knaben sprach und sehr ingrimmig wurde, sagte, obwohl er des jungen Teufels Geld jetzt sicher genug hätte, so würde er es doch lieber auf andere Art gehabt haben, denn welch eine Last es sein würde, das prahlerische Testament des Vaters dadurch über den Haufen zu werfen, dass man den Knaben durch alle Gefängnisse der Hauptstadt hetzte und ihn dann wegen eines todeswürdigen Verbrechens vor Gericht zöge, was Fagin leicht würde veranstalten können, nachdem er ihn obenein mit großem Vorteile benutzt haben würde.« »Was ist dies alles?« rief Rosa entsetzt aus.
Die Wahrheit, Lady, obwohl es von meinen Lippen kommt, versetzte das Mädchen. Dann sagte er unter Verwünschungen, die für mein Ohr gewöhnlich genug sind, den ihrigen aber fremd und schauerlich sein müssten, er würde es tun, wenn er seinen Hass ohne Gefahr für seinen eigenen Hals dadurch befriedigen könnte, dass er dem Knaben das Leben nehme. Es dürfte zu gefährlich sein, er würde ihm jedoch überall im Leben auflauern und könnte, wenn er sich die Geburt und Lebensgeschichte des Knaben zunutz machte, ihm dennoch Schaden genug zufügen. »Kurzum, Fagin«, sagte er, »Jude, der du bist, du hast noch nie Fallstricke gelegt, wie ich sie zum Verderben meines jungen Bruders Oliver legen werde.« »Sein Bruder?« rief Rosa bestürzt. »Das waren seine Worte«, sagte Nancy, sich besorglich umschauend, wie sie es fast unablässig getan hatte, denn Sykes finstere Gestalt schwebte ihr beständig vor der Seele. Und mehr noch, indem er von ihnen und der anderen Dame sprach, äußerte er, der Himmel oder der Teufel müsse wieder ihn gewesen sein, als Oliver in ihre Hände geraten sei, und sagte mit Hohngelächter, darin wäre ebenfalls einiger Trost, denn wie viele tausend und hunderttausend Pfund würden sie nicht geben, wenn sie sie hätten zu erfahren, wer ihr zweibeiniger Schoßhund wäre. »Sie wollen doch nicht sagen, dass das alles ernstlich gemeint war?« sagte Rosa erblassend. »Wenn jemals ein Mensch im Ernst gesprochen, so tat ich es in diesen Augenblicken«, erwiderte das Mädchen traurig den Kopf schüttelnd. »Und auch er pflegt nichts zu scherzen, wenn sein Hass in ihm lebendig ist. Ich kenne viele, die noch Schlimmeres üben, aber ich würde sie alle lieber 10-mal als jenen Monks ein einziges Mal darüber reden hören. Doch es wird spät und ich muss nach Hause zurückkehren, um auch den Verdacht nicht aufkommen zu lassen, dass ich zu einem solchen Zwecke hier gewesen. Ich muss nach Hause zurückeilen.« »Doch was kann ich tun?« fragte Rosa. »Welchen Nutzen kann ich ohne Sie aus Ihrer Mitteilung ziehen? Zurückkehren wollen Sie? Wie können Sie zu Genossen zurückzukehren wünschen, die Sie mit so schrecklichen Farben schildern? Wenn Sie Ihre Aussage in Gegenwart eines Herrn, welchen ich augenblicklich herbeirufen kann, wiederholen wollen, so können Sie binnen einer halben Stunde an einen sicheren Ort gebracht werden.« »Ich wünsche aber zurückzukehren«, versetzte das Mädchen. »Ich muss zurückkehren, weil, ach, wie kann ich mit einer unschuldigen Dame, wie Sie sind, über solche Dinge reden? Weil unter den Männern, von welchen ich Ihnen gesagt habe, sich einer befindet, der schrecklichste von allen, den ich nicht zu verlassen vermag. Nein, und wenn ich auch dadurch von dem ruchlosen, fürchterlichen Leben erlöst werden könnte, das ich jetzt führe. Dass Sie zugunsten des teuren Knaben sich schon einmal bemüht haben, dass Sie unter so großer Gefahr hierher gekommen sind, um das, was Sie gehört, mir zu enthüllen, Ihre Mienen, die mich von der Wahrheit Ihrer Angaben überzeugen, Ihre offenbare Reue und Ihr Schamgefühl, alles berechtigt mich zu glauben, dass Sie wieder auf den rechten Weg gebracht werden können.« »Oh«, fuhr die tief bewegte Rosa Maley, die Hände faltend, während Tränen über ihre Wangen hinabliefen, fort, »hören Sie auf das Flehen einer Angehörigen Ihres eigenen Geschlechts, der ersten, gewiss der ersten, die jemals mit der Stimme des Mitleids und der Bangigkeit um ihr Seelenheil zu Ihnen geredet hat. Hören Sie auf meine Worte und lassen Sie sich durch mich zu einem besseren Dasein erretten.« »Lady«, versetzte das Mädchen auf die Knie sinkend, »teure, engelgleiche Lady, ja, Sie sind die Erste, die mich jemals durch Worte wie diese sind beseligt hat, und hätte ich Sie vor Jahren vernommen, so hätten Sie mich einem sündhaften und wehevollen Leben entreißen mögen. Doch es ist zu spät, zu spät.« »Zur Reue und Buße ist es niemals zu spät«, entgegnete Rosa.
Es ist dennoch zu spät, rief Nancy in einem Tone aus, der ihre ganze Seelenqual verriet. Ich kann ihn jetzt nicht mehr verlassen. Ich vermöchte es nicht, seinen Tod herbeizuführen. Und weshalb sollten Sie es? Fragte Rosa. Nichts könnte ihn retten, jammerte das Mädchen. Wenn ich anderen erzählte, was ich Ihnen offenbart habe und veranlasste dadurch seine Verhaftung, er müsste ohne Rettung sterben. Er ist der Verwegenste von allen und hat so entsetzliche Dinge begangen. Ist es möglich, rief Rosa, dass Sie einem solchen Menschen zuliebe jeder Hoffnung auf die Zukunft und der Gewissheit der Rettung für die Gegenwart entsagen können? Es ist Wahnsinn! Ich weiß nicht, was es ist, versetzte das Mädchen. Ich weiß nur, dass es so ist und nicht allein bei mir, sondern bei Hunderten, die ebenso schlecht und elend sind, als ich es bin. Ich muss zurück. Ob es der Zorn Gottes ist wegen meiner vielen bösen Taten, weiß ich nicht, aber ich fühle mich trotz allen Leiden und aller harten Behandlung unwiderstehlich zu ihm hingezogen, was, glaube ich, auch dann der Fall sein würde, wenn ich überzeugt wäre, dass ich noch durch seine Hand sterben müsste. »Was soll ich tun?« sagte Rosa. »Ich müsste sie eigentlich nicht fortlassen.« »Na ja, Lady, und Sie werden es«, entgegnete das Mädchen. »Sie werden mein Fortgehen nicht hindern, weil ich in Ihre Güte Vertrauen gesetzt und Ihnen, wie ich es hätte tun können, kein Versprechen abgedrungen habe.« »Wozu nützt denn aber Ihre Mitteilung?«, beharrte Rosa. »Das Geheimnis muss erforscht werden. Welcher Vorteil kann sonst für Oliver, dem zu dienen Ihnen so sehr am Herzen liegt, daraus erwachsen, dass Sie es mir enthüllt haben?« »Sie werden sicher irgendeinen wohlwollenden Herrn kennen, dem Sie es anvertrauen mögen und der Ihnen Rat erteilen wird«, erwiderte Nancy. »Doch wo finde ich sie, wenn ich ihrer bedürfen sollte?«, fragte Rosa. »Ich will nicht fragen, wo jene fürchterlichen Menschen wohnen, allein wo wird man sie an irgendeinem zu bestimmenden Tage wiedersehen können?« »Versprechen Sie mir, dass mein Geheimnis auf das Strengste bewahrt werden soll und allein oder doch nur mit dem Manne zu kommen, dem Sie es anvertrauen wollen, und dass man mir weder auflauere noch nachfolge?« »Ich verspreche es feierlichst«, erwiderte Rosa. »Wohlan, so will ich jeden Sonntag von 11 bis 12 Uhr abends, wenn ich am Leben bleibe, auf der Londoner Brücke auf- und niedergehen«, verhieß Nancy unbedenklich. »Warten Sie noch einen Augenblick«, sagte Rosa, Nancy, die schon nach der Tür eilte, zurückhaltend. »Erwägen Sie noch einmal Ihre Lage und die Gelegenheit, die Ihnen geboten wird, sich derselben zu entreißen. Sie haben nicht allein als freiwillige Überbringerin einer so wichtigen Kunde, sondern auch als eine fast unwiederbringlich verlorene Ansprüche auf meinen Beistand. Wollen Sie in der Tat zu der Räuberbande und zu dem schrecklichen Manne zurückkehren, da doch ein einziges Wort Sie retten kann? Was für ein Zauber ist es, der Sie unwiderstehlich zurückzuziehen und der Gottlosigkeit und dem Elende hinzugeben vermag? Ach, ist denn in Ihrem Herzen keine Seite, die ich zu berühren vermöchte? Regt sich kein Gefühl in ihm, das gegen diese Verblendung ankämpfen könnte? »Wenn Damen so jung, so freundlich und schön wie Sie sind, ihre Herzen verschenken«, versetzte das Mädchen mit fester Stimme, »so macht die Liebe sie zu allem fähig. Selbst ihresgleichen, die sie eine Heimat, Angehörige, Freunde, zahlreiche Bewunderer haben, ihr Herz auszufüllen. Wenn Frauen wie ich, die wir kein Dach als den Sargdeckel, in Krankheit und Tod keinen Beistand als die Krankenwärterin des Hospitals haben, einem Manne unser angefaultes Herz hingeben und ihn die Stelle ausfüllen lassen,
die einst von den Eltern, der Heimat und den Freunden ausgefüllt wurde oder die unser ganzes elendes Leben hindurch eine leere und wüste Stätte gewesen ist, wer kann hoffen, uns zu heilen? Bemitleiden Sie uns, Lady, bemitleiden Sie uns darum, dass uns nur ein weibliches Gefühl geblieben ist und dass dieses Gefühl durch die schwere Ahndung des Himmels, statt unser Trost und Stolz zu sein, zu einem Fluche und die Quelle neuer Leiden und Misshandlungen wird. Sie werden doch eine Kleinigkeit von mir annehmen, sagte Rosa nach einer Pause, die sie in den Stand setzen wird, ohne Schande zu leben, wenigstens bis wir uns wiedersehen. Keinen Heller, erwiderte das Mädchen mit der Hand abwehrend. Verschließen Sie Ihr Herz doch nicht gegen meine Anerbietungen, Ihnen Beistand zu leisten, sagte Rosa ihr näher tretend. Gewiss, ich wünsche Ihnen nützlich zu sein. Sie würden mir am nützlichsten sein, Lady, wenn Sie mir mit einem Male das Leben nehmen könnten, versetzte Nancy händeringend, denn der Gedanke an das, was ich bin, hat mir in dieser kurzen Stunde ein schwereres Herzweh verursacht, als ich jemals empfunden habe, und es würde ein Gewinn sein, nicht in der Hölle zu sterben, in der ich gelebt habe. Gottes Segen über Sie, süße Lady, und möge der Himmel eben so viel Glück auf Ihr Haupt herabsenden, als ich auf das meine Schande geladen habe. Mit diesen Worten und unter lautem Schluchzen verließ die Bejammernswerte das Zimmer, während Rosa durch die eben beendete Unterredung, die mehr einem flüchtigen Traume als der Wirklichkeit ähnlich sah, fast überwältigt auf einen Stuhl niedersank und ihre verworrenen Gedanken zu sammeln suchte. Ende des zweiten Bändchens. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens. Mit diesen Worten und unter lautem Schluchzen verließ die Bejammernswerte das Zimmer, während Rosa durch die eben beendete Unterredung, die mehr einem flüchtigen Traume als der Wirklichkeit ähnlich sah, fast überwältigt auf einen Stuhl niedersank und ihre verworrenen Gedanken zu sammeln suchte. Ende des zweiten Bändchens. Ende von Abschnitt 13, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 21. August 2024. Ende von Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens.